Im Namen von Medico International zur heutigen Diskussionsveranstaltung mit dem Titel Lässt sich Migration managen? 7 Jahre Türkei, EU-Deal als Vorbild für Europas Grenzregime. Mein Name ist Kerem Schamberger, ich arbeite bei Medico International als Referent für Flucht und Migration. Vor 2 Jahren, zum 5. Jahrestag des EU-Türkei-Deals, haben wir zusammen mit Maximilian Pichel die Studie der Moria-Komplex herausgegeben, die sich mit dem Elend des Moria-Lagers auf Lesbos auseinandergesetzt hat. Auf der Insel waren infolge des EU-Türkei-Deals Tausende von Menschen gestrandet und durften sie nicht verlassen. Wahrscheinlich erinnern Sie sich alle daran. Das war keine zufällige humanitäre Katastrophe, sondern Ergebnis einer europäischen Politik, die auf der Auslagerung der Verantwortung für Geflüchtete und Migrantinnen basiert. Moria war auch eine Folge von technokratischen Lösungsversuchen, die Menschen in Bewegung nicht als Subjekte sieht, sondern als Zahlenmasse, die man auf dem Papier von einem Land ins andere verschieben kann. Die Realität sah anders aus und lässt sich noch heute auf den griechischen Inseln beobachten, wo mit den sogenannten Closed Controlled Access Centern, CCACs, neue gefängnisähnliche Komplexe entstanden sind, die ich erst vor kurzem auf einer Dienstreise für Medico beobachten konnte. Diese Ansätze sind heute noch beliebt, doch oft wird ignoriert, dass Migration die Mutter aller Gesellschaften ist und so oder so stattfinden wird. Auf Lampedusa sind letztes Wochenende etwa 4.500 Menschen aus Tunesien angekommen. Mehr als 2 Dutzend sind bei dem Versuch ertrunken. Die Politik der EU bestimmt also vor allem darüber, wie viele Menschen bei dem Versuch, in ein besseres Leben zu kommen, überleben und wie viele sterben. Als Medico geht es in unserer Arbeit darum, das Recht, Rechte zu haben, zu verteidigen, seien sie politischer oder sozialer Natur. Und deshalb müssen die Rechte von Geflüchteten und Migrantinnen ins Zentrum der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen gestellt werden, die sich oft auch auf den Weg machen müssen, und das sollten wir, glaube ich, in der Debatte nicht vergessen, weil sie unsere imperiale Lebens- und Produktionsweise zur Flucht zwingt. Ich freue mich auf die heutige, bestimmt auch kontroverse Diskussion und übergebe das Wort an Christian Jakob von der TAZ, der den heutigen Abend moderieren wird und auch die Diskutantinnen gleich vorstellt, denen ich jetzt schon für ihre Bereitschaft, heute hier zu sein, sehr danke. Jetzt eine gute Veranstaltung und für die, die noch gekommen sind, ich versuche euch gleich noch Sitzplätze zu organisieren. Einen guten Abend. Ja, vielen Dank, Herr Schönberger. Herzlich willkommen auch von mir. Christian Jakob ist mein Name, ich bin Redakteur der TAZ. Ich werde heute Abend moderieren. 35.000 Menschen sind in den ersten 3 Monaten dieses Jahres irregulär über das Mittelmeer nach Europa gekommen. Die Zahlen der Ankünfte an den Außengrenzen steigen. Kerem hat es gerade gesagt, allein in Lampedusa Tausende am vergangenen Wochenende. Und gleichzeitig schaukeln sich die Populisten und die Parteien der Mitte in ihren Forderungen nach Abwehr gegenseitig hoch. Einige Regierungen brechen immer offener das Recht, andere denken immer lauter darüber nach, wie die Rechtsbrüche legalisiert werden können. Einigkeit besteht in der Politik vor allem darin, dass die Ankunftszahlen runter und die Abschiebezahlen rauf sollen. Welchen Preis man dafür mittlerweile zu zahlen bereit ist, haben die letzten Jahre gezeigt. Massenhaftes Sterben durch unterlassene Hilfeleistungen, Kooperation mit Diktaturen und Folterstaaten bei der Migrationskontrolle und möglicherweise bald auch bei den Asylverfahren. Italiens Regierung drohte mit einer Schiffsblockade. Kroatien erkaufte sich mit massenhaften Pushbacks die Aufnahme in den Schengen-Raum. Großbritannien und Dänemark gelten heute als Vorbild bei der Auslagerung von Asylverfahren, auch wenn es beiden Staaten bislang nicht gelungen ist, ihre Pläne umzusetzen. Aber die Planungen als solche wecken bereits Begehrlichkeiten, zumal Großbritannien in seiner Gesetzgebung kürzlich schon einen Schritt weitergegangen ist. Wer ohne Visum kommt, soll keinen Asylantrag mehr stellen dürfen. Asylanträge nur noch außerhalb der EU anzunehmen, dieser Gedanke geistert seit Jahren durch die Innenministerien europäischer Hauptstädte. Den Herkunfts-, Dritt- und Transitstaaten soll eine immer wichtigere Rolle bei der europäischen Migrationspolitik zukommen. Viele verweigern sich dem bislang. Die Afrikanische Union hat etwa Dänemarks Pläne aufs Schärfste, wie sie geschrieben haben, kritisiert und sich auch kategorisch gegen die als regionale Ausschiffungsplattform verbrämten externalisierten Asylverfahrenslager gewandt, die die EU gerne in Nordafrika errichten wollte.
Im Inneren aber kommt die EU kaum weiter. Die Verhandlungen um ein gemeinsames europäisches Asylsystem stecken seit Jahren fest. Und der mit großem Aplomb 2020 präsentierte neue Migrations- und Asylpakt der EU ist nicht konsensfähig. Praktisch alle politischen Erklärungen, sowohl vom Rat als auch von der Kommission, weisen auf eine weitere Externalisierung der Grenzschutz- und der Asylpolitik hinaus. Der österreichische Innenminister Gerd Kramer hatte bereits im Juni 2022 gesagt, es wäre eine gute Lösung, künftig Migranten von der EU in Drittstaaten zurückzuschicken und dort ihre Asylanträge prüfen zu lassen. Anfang Februar diesen Jahres sagte dann der neue Sonderbevollmächtigte für Migrationsabkommen der deutschen Regierung, der FDP-Politiker Joachim Stamm, er wolle die Verlegung von Asylverfahren nach Afrika prüfen. Auch in der Schweiz findet der Gedanke Anklang. Die konservative SVP forderte Ende Januar, die Regierung müsse umgehend Szenarien dafür prüfen und sie solle Kooperationen mit Großbritannien, Dänemark und Österreich prüfen. Eines der wichtigsten Vorbilder für künftige Migrationsabkommen, egal wie sie ausgestaltet sein mögen, ist die EU-Türkei-Erklärung, deren Inkrafttreten sich in diesem Monat zum 7. Mal jährt. Sie ist eine Blaupause für die weitere Reform der europäischen Asylpolitik. Und heute Abend wollen wir über die Implikationen und Folgen der Erklärung sprechen und auf der Grundlage dieser Rückschau fragen, wie die Migrationspolitik der Zukunft aussehen kann und aussehen sollte. Zu Gast haben wir rechts von mir Clara Anne Bümmer von der linken Bundestagsfraktion. Sie ist unter anderem Sprecherin für Fluchtpolitik und ist außerdem eine der Gründerinnen des Vereins Equal Rights Beyond Borders, der Einzelfallberatung für Geflüchtete und strategische Prozessführung im Bereich Flucht und Migration führt. Herzlich willkommen, Clara Bümmer. Ganz links von mir aus ist Valeria Hensel. Sie ist bei der Hilfsorganisation Medico zuständig für Migration. Sie ist Migrationsforscherin und unter anderem Mitglied des Netzwerks für kritische Migrations- und Grenzregimeforschung, CRIPNET. Herzlich willkommen auch dir. Und Gerhard Knaus. Gerhard Knaus ist Migrationsforscher, ist auch Gründer des Think Tanks Europäische Stabilitätsinitiative, European Stability Initiative, und ist auch Gründungsmitglied des European Council on Foreign Relations. Er gilt als einer der Architekten und Vordenker der EU-Türkei-Erklärung. Und mit ihm wollen wir heute Abend darüber diskutieren, welche Lehren sich aus dieser für die Zukunft ziehen lassen. Ein Hinweis noch, wir zeichnen die Veranstaltung auf hier vorne. Also wenn gleich in der Fragerunde Sie sich melden, dann wird das aufgenommen, aber ohne Bild, das Bild ist nur hier vorne, der Ton kommt mit auf die Spur. Wir stellen das Video hinterher ins Netz. Gerhard Knaus muss um 20.30 Uhr zu einem Termin, deswegen sind wir sozusagen nur bis zu dem Zeitpunkt hier in der Dreierrunde zusammen. Wir machen vorher kurz die Möglichkeit, noch Fragen an ihn zu richten und würden danach aber noch mit Clara Bünger und Valeria Hensel hier oben bleiben für weitere Fragen aus dem Publikum. Vielleicht die erste Frage an Valeria Hensel. Die Vereinbarung, von der schon mehrfach die Rede war, ist für viele sehr eindeutig verbunden mit Menschenrechtsverletzungen und mit der Instrumentalisierung von Flüchtlingen. Gerhard Knaus hingegen sagte, in den ersten 4 Jahren zumindest dieser Zeit sei die Abmachung eine Win-Win-Situation gewesen. Die EU habe Kontrolle über das Migrationsgeschehen gehabt, zurückerlangt. Die Türkei habe Hilfe erhalten, die sie gebraucht hat. Und auch das Recht auf Asyl sei gewahrt worden. Sehen Sie das auch so? Nein, da muss ich sagen, sehe ich leider sehr anders. Ich habe viel Zeit verbracht auf den griechischen Inseln, vor allem auf Lesbos und auch in der Türkei und dort in den Gefängnissen beobachtet. Und ich glaube, der EU-Türkei-Deal ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür, dass Migrationsdeals mit Drittstaaten und Herkunftsländern eben nicht so funktionieren, wie man sie sich auf dem Papier ausdenkt. Ich versuche das mal knapp anhand von 3 Punkten darzustellen. Und zwar glaube ich, dass der EU-Türkei-Deal eben auch gemessen an seinen eigenen Zielen dysfunktional ist. Was wir gesehen haben, ist, dass die Ankünfte tatsächlich massiv gesunken sind nach dem EU-Türkei-Deal, was hier häufig hervorgehoben wird, was aber doch durchaus in Untersuchungen festgestellt wurde, dass es eben auch an der massiveren Gewalt der türkischen Küstenwache lag, auch an der ganzen Situation auf der Balkanroute. Das heißt, die sinkenden Ankünfte haben verschiedene Gründe und gleichzeitig ist die Seegrenze massiv tödlicher geworden.
Also während vor dem Hutokaldi ungefähr eine Person von 900 bei der Überfahrt gestorben ist, ist es heutzutage seit dem Deal fast jede 40. Person. Ebenso, wenn wir uns hier nochmal die Ziele des Hutokaldis anschauen, das war ja der Grundgedanke, dass es einen 1-zu-1-Austausch geben soll, nämlich von Menschen syrischer Staatsbürgerschaft, also dass aus der Türkei Personen nach Europa überführt werden sollten, im Resettlement-Verfahren SyrerInnen, und dass dies immer passiert, wenn eine syrische Person von den griechischen Inseln abgeschoben werden sollte. Das heißt, da wurden menschliche Schicksale aneinander gebunden. Diese Korrelation ist überhaupt in keiner Weise sichtbar. Also wir sehen nicht, dass es irgendwie zahlenmäßig da in die Richtung stimmt oder funktioniert hat. Tatsächlich hat das Resettlement nur sehr, sehr eingeschränkt geklappt. Also so knapp 30.000 Menschen, was nicht die gemessenen Ziele waren und was auch auf bereits bestehende Resettlement-Abkommen zurückzuführen ist. Außerdem auch gemessen an den eigenen Zielen des Deals haben auch die Abschiebungen so nicht geklappt. Die Idee, was da drin stand in der Vereinbarung, war die Inseln zu wehren. Wir haben das absolute Gegenteil gesehen. Was wir sehen, ist, dass die Inseln zu einem Ort der Verelendung geworden sind, dass dort versucht wurde, sogenannte Schnellverfahren einzuführen, aber dass stattdessen Menschen eben über Jahre teilweise in ihren Asylverfahren festhängen. Also dass es keinerlei Möglichkeit gab, dass es schnelle Anerkennung gibt und schon gar nicht auch keine schnellen Ablehnungen. Und wenn es die gegeben hat, dann halt nach sehr fragwürdigen Kriterien. Nämlich was passiert ist, ist, dass in der Folge des Deals ein Grenzverfahren eingeführt wurde, das sogenannte beschleunigte Grenzverfahren. Und dieses Verfahren hat eben dazu geführt, dass das Grundrecht auf Asyl doch sehr stark ausgehebelt wurde. Weil was passiert ist, ist, dass letztlich bei Menschen mit einer sehr hohen Anerkennungsquote, wie SyrerInnen oder Afghanen, dafür gesorgt wurde, dass sie eben schon, wenn sie einen Asylantrag stellen, der als unzulässig abgelehnt wird, weil die Türkei sicher sei. Das heißt, diese Menschen wurden halt einfach per se direkt abgelehnt. Auch wenn die Abschiebung dieser Person häufig dann nicht so funktioniert hat, wie es in dem Deal geplant war, sind sie doch dann hängen geblieben in den Verfahren und immer wieder in Berufung gegangen und so weiter. Somit wurden halt einfach sehr viele auf diese Argumentation, die Türkei sei ein sicherer Drittstaat, doch einfach viele auch verfahrensrechtliche Standards ausgehebelt. Ja, und ein anderes gravierendes Problem, was wir mit dem Türkei-Deal haben, ist, dass es eben ein Deal ist und dass es eben kein rechtssicheres Abkommen ist. Das heißt, es gab diverse Versuche, diesen Deal gerichtlich anzugehen, und das Europäische Gericht hat bei einer Klage von Asylsuchenden letztlich gesagt, nein, die EU ist nicht zuständig, über den Deal zu richten. Das heißt, die Klage wurde nicht mal an den EuGH weitergegeben. Das heißt, wir haben hier einfach einen rechtsfreien Raum kreiert, wo nicht mal gegen die Rechtsverletzungen, die durch den Deal entstanden sind, juristisch vorgegangen werden kann. Und das ist, halte ich für ziemlich problematisch. Genau, man könnte noch sehr viel zu dem Verfahren in Einzelheiten sagen. Und ich habe es sehr lange geredet, vielleicht ist es sinnvoll, erstmal weiterzugeben und dann können wir in die Diskussion kommen. Ich glaube, das ist bereichernd. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Vielleicht können wir dann noch einen kurzen Augenblick dabei bleiben, was für konkrete Lebensbedingungen auf den Inseln die Folge dieser Abmachung waren. Clara Römer, Sie sind lange Zeit auf Kios gewesen, haben da Rechtsberatung durchgeführt und haben die Zustände dort also in eigener Anschauung erfahren. Wie ist das Leben der Menschen abgelaufen, die nachdem der Deal in Kraft getreten ist, auf die Inseln gekommen sind? Ja, vielen Dank auch für die Einladung, und ich möchte mich auch auf drei wesentliche Punkte konzentrieren. Ich denke, wenn man über Deals spricht und wenn man jetzt auch in den letzten Tagen viel über UK und Frankreich gelesen hat, dann sollte man genau dahin schauen, welche Auswirkungen solche Deals auf Menschen konkret haben, die das dann betrifft. Und ich möchte so ein bisschen Licht in das Dunkle der Außengrenze bringen und mich auf wesentliche Punkte beziehen. Ein wesentlicher Bestandteil solcher Deals ist, dass man Schutzsuchende in Haft setzt. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass Menschen, die besonders schutzbedürftig sind, und das betrifft sehr, sehr viele Menschen, die an der Außengrenze ankommen, die kriegsversehrt sind, traumatisiert und Opfer von Folter oder sexualisierter Gewalt, dass diese Menschen weiter entrechtet werden und weiter traumatisiert werden. Und da ist es so, dass wir
seit Beginn des EU-Türkei-Deals gesehen haben, dass es systematische Inhaftierungen von Schutzsuchenden gegeben hat. Zu Beginn war das auf Lesbos der Fall, aber es hat auf allen Inseln zu unterschiedlichen Zeitpunkten immer unterschiedliche Formen von systematischer Inhaftierung von Schutzsuchenden gesehen, entweder für die Registrierung, teilweise für die gesamte Dauer des Asylverfahrens oder wenn sie eine Ablehnung erhalten haben. Und weil die Situation auf den Inseln sehr, sehr unterschiedlich ist, möchte ich das Licht insbesondere auf die Insel Kos werfen, auf der ich jetzt nicht ein Jahr gearbeitet habe. Ich war ein Jahr auf Chios, aber Kos ist die Insel, die derzeit als Vorzeigeinsel für das griechische Asylsystem gilt und auch eine Art Testgelände, auf der die härtesten Inhaftierungsmaßnahmen Griechenlands herangezogen wurden. Und dort war es so, dass sehr, sehr lange Menschen für die gesamte Dauer des Asylverfahrens mit Familien, mit unbegleiteten minderjährigen Kindern, aber auch Personen wie Überlebende von Folter und geschlechtsspezifischer Gewalt inhaftiert wurden. Und das, obwohl das ein ganz klarer Verstoß gegen die UN-Kinderrechtskonvention darstellt. Und auch hat es dort nie eine individuelle Prüfung für die Haftgründe gegeben. Das wurde quasi pauschal entschieden. Ein Grundprinzip ist aber, dass es immer eine individuelle Prüfung für eine Inhaftierung geben muss. Und das hat es auch nicht gegeben. Auch aus diesen Gründen sagen wir, dass das menschenrechtlich bedenklich ist. Und gerade Kinder werden dort in Safe Zones inhaftiert. Und gerade schutzbedürftige Menschen, wenn sie sich in solchen Lagern aufhalten, werden besonders, ihre Situation wird besonders verschärft. Ich habe einen Menschen betreut, der sollte eigentlich mit seiner Familie in Deutschland zusammengeführt werden. Er wurde aber er wurde medizinisch nicht versorgt, obwohl er diese Versorgung benötigt hätte und ist infolgedessen, weil er einfach in ein Altenheim gesteckt wurde, wo niemand seine Sprache gesprochen hat, ist er verstorben. Ich habe dann die Todesurkunde abgeholt und habe die den Kindern übergeben. Das ist die Realität, mit der wir uns in der Rechtsarbeit vor Ort auseinandergesetzt haben, und die Close Controls Access Center, wie es jetzt bezeichnet wurde, da ist auch gar nicht klar, warum man das jetzt, es wurde nicht offiziell kommuniziert, warum man die Namen geändert hat, aber de facto ist es, handelt es bei diesen Centern, und da ist COS eben das Vorzeigecenter, da wo wir für die Zukunft hinschauen müssen, da handelt es sich halt ganz klar um so eine Ohrwäsche, Überwachungslogik. Man kann die Menschen beobachten, wie sie schlafen, man kann in ihre intimste Privatsphäre schauen, und das hat aus unserer Sicht und auch aus meiner Sicht kein Einklang mit EU und Menschenrechten genannt. Vielen Dank. Ja, Klaus, uns würde natürlich auch jetzt von Ihnen die Einschätzung im Rückblick interessieren. Ich würde die Frage vielleicht noch auf einen bestimmten Aspekt gerne zuspitzen. Sie haben ja selber 2020 zum 5. Jahrestag ein großes, längeres Papier verfasst, was die Lehren aus dem EU-Türkei-Deal sind. Und da haben Sie auch einige dieser Fehlentwicklungen so benannt. Sie haben zum Beispiel geschrieben, dass es beispielsweise einfacher gewesen wäre, nach rückläufigen Ankunftszahlen menschenwürdige Aufnahmebedingungen zu schaffen. Es wäre auch einfach gewesen, faire und zügige Asylverfahren einzurichten, wenn man die anderen europäischen Asylbehörden, also das deutsche BAMF, die Asylbehörden der Niederlande oder Frankreich, eingeladen hätte, dazugehört hätte und gemeinsame Verfahren entwickelt hätte. Insgesamt sei das aber nicht die politische Priorität gewesen, und das Papier, das Sie formuliert haben, das lastet die Fehlentwicklungen, die hier gerade beschrieben worden sind, letzten Endes, wenn ich es richtig verstehe, Griechenland an und weniger dem Konzept an sich. Was würden Sie in der Rückschau sagen, sind die Ursachen dafür, dass der Deal nicht so vielleicht gelaufen ist, wie Sie sich das möglicherweise selbst noch vorgestellt haben? Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung an Medico und an Sie alle. Vielleicht beginne ich damit vorzulesen, was damals am 18. März beschlossen wurde. Hier stand nämlich Folgendes. Bei den Maßnahmen, die ab dem 20. März umgesetzt werden, Zitat, wird das EU-Recht, das Völkerrecht uneingeschränkt gewahrt, sodass jegliche Art von Kollektivausweisung ausgeschlossen ist. Alle Migranten werden nach dem einschlägigen internationalen Standards und in Bezug auf den Grundsatz der Nichtzurückweisung, Non-Refoulement, geschützt. Alle Asylanträge werden von den griechischen Behörden gemäß der Asylverfahrensrichtlinie auf Einzelfallbasis bearbeitet. Das steht da.
Und wir wissen, es ist nicht so gekommen. Es steht auch in der Flüchtlingskonvention, dass Non-Refoulement, also das Nicht-Zurückweisen, für alle Staaten, die die Flüchtlingskonvention unterschrieben haben, gilt. Und wir wissen, dass es viele Staaten trotzdem machen. Meine Frage ist jetzt, wo ist das Problem? In dem Text oder in der Tatsache, dass Staaten mit oder ohne eine Presseerklärung, denn es ist eben kein Abkommen, es ändert kein Gesetz, alles Recht, was am 17. März in der EU gegolten hat, galt auch am 19. März. Darum kann man nicht dagegen klagen. Wogegen man klagen kann, ist gegen den Bruch von EU-Recht, und das kann man jederzeit durch griechische Behörden. Und dieses EU-Recht oder griechische Recht und internationale Recht hat sich durch diese Presseerklärung nicht geändert. Was hat sich dadurch geändert? Was ist die Idee dieser Presseerklärung? Ein Rückführungsabkommen zwischen Griechenland und der Türkei gab es schon vorher. Grauenhafte Bedingungen in griechischen Haftlagern für Flüchtlinge gab es schon vorher, Jahre vorher, beschrieben im Detail, unter anderem von MSF und Human Rights Watch und anderen. Die Abreise- und Abschiebezentren in Philakia im Norden Griechenlands in Thrakien sind bekannt und berüchtigt. Was ist also neu durch diese Erklärung? Das Neue war, dass die Türkei mit einem Vorschlag an die EU herangetreten ist, und es war ja der türkische Ministerpräsident, der das vorgeschlagen hat bei einem Treffen in der türkischen Botschaft in Brüssel. Bei dem Treffen war sonst noch die deutsche Kanzlerin und der niederländische Ministerpräsident. Und Ahmet Davutoğlu hat Folgendes vorgeschlagen. Er hat gesagt, wir Türken sind bereit, ab einem Stichtag, das wurde dann der 20. März, Menschen zurückzunehmen, aber eure Gesetze gelten. Also die EU oder Griechenland müssen entscheiden im Rahmen aller gültigen Gesetze, die hören ja nicht auf, wen man zurückschicken kann. Aber es gab davor schon ein Rücknahmeabkommen und die Türkei hat gesagt, wir sind bereit, ab dem Stichtag Leute zu nehmen. Jeder, der vorher auf der Insel war, muss in Europa bleiben. Wir nehmen von diesen niemanden zurück. Dafür, dass die Türkei das anbietet, forderte sie aber eine ganze Reihe von Dingen. Erstens, sie sagt, Davutoğlu sagte, wir haben von euch 3 Milliarden Euro versprochen bekommen im November. Von diesen 3 Milliarden für syrische Flüchtlinge im Land, von diesen 3 Milliarden ist nicht ein Euro geflossen. Die erste Zahlung war am 18. März 2016, dem Tag der Erklärung. Wir fordern, dass wir uns sofort hinsetzen und darüber diskutieren, wie dieses Geld für syrische Flüchtlinge ausgegeben wird. Und zwar innerhalb einer Woche. Wollen wir einen Plan? Wir fordern weiters, dass wir nach 2 Jahren noch einmal 3 Milliarden bekommen, denn wir haben 3-mal mehr syrische Flüchtlinge als die EU. Also wurden es 6 Milliarden. Die EU hat zähneknirschend zugestimmt. Das war die größte Summe für Flüchtlinge in einem Drittstaat in der Geschichte der EU. Und innerhalb von 4 Jahren, bis zum Ende 2019, wurde das Geld auch verplant, Projekten zugewiesen. Es wird immer noch ausbezahlt. Dann sagte Ahmet Davutoğlu, und auch das ist ein Missverständnis, das zeigt, dass viele die Erklärung nicht mehr oder schon länger nicht mehr gelesen haben, wenn die irregulären, Punkt 4, ist ja nicht so lange die Erklärung, Punkt 4, wenn die irregulären Grenzüberquerungen zwischen der Türkei und der EU enden oder zumindest ihre Zahl erheblich und nachhaltig zurückgegangen ist und die Türken erwarteten, dass das ganz schnell passiert, und es ist ganz schnell passiert, wird eine Regelung für die freiwillige Aufnahme aus humanitären Gründen aktiviert. Also nicht eins für eins, weil es kommt ja dann keiner mehr oder nur noch wenige, sondern humanitäre Aufnahme. Und die Türken führten bei diesen Gesprächen an, wir denken an 200.000 Menschen. Bis heute wurden es tatsächlich 36.000. Und das ist tatsächlich viel weniger, als die Türken in den Gesprächen damals vorgeschlagen haben. Es ist allerdings viel mehr, als die EU aus irgendeinem anderen Land in den letzten Jahren durch Resettlement aufgenommen hat. Aber diese freiwillige Aufnahme aus humanitären Gründen von Hunderttausenden, die damals in Aussicht gestellt wurde, wurde nicht realisiert. Dann forderte er neben dem Geld und neben der humanitären Aufnahme, dass der Fahrplan für die Visa-Liberalisierung, dass türkische Staatsbürger visafrei reisen dürfen, was den Türken 10 Jahre versprochen wurde, dass der beschleunigt umgesetzt wird. Bei Erfüllung der Bedingungen, die Bedingungen, wir wissen es alle, wurden dann nicht erfüllt, denn da ging es um Menschenrechtsfragen. Zum Glück fordert die EU in solchen Fällen, dass Menschenrechte geachtet werden. Aber die Idee war bis zum Sommer 2016, dass Türken visafrei einreisen dürfen. Das hätte übrigens heute den Effekt, dass jeder Türke, jede Türkin, die sich in Gefahr sieht, visafrei in die EU hätte kommen können und dann hier einen Asylantrag stellen kann. Derzeit reisen Türken
irregulär, ebenfalls so wie andere mit Booten oder über den Evros in gefährlichen Versuchen, die Grenze zu überschreiten und werden zurückgestoßen. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, dann höre ich schon auf mit der Einführung. Die Zahl der Menschen, die gekommen sind in den 3 Monaten vor dem 18. März, war 150.000 im Winter. In dieser Zeit starben 350 Personen, sind ertrunken. In dem Jahr vor der Türkei-Erklärung starben 1.150 Menschen, das sind die offiziellen Zahlen des UNHCR. In den 12 Monaten danach, wenn ich sie in Prozente mache, klar, die Zahl ist drastisch gesunken, aber in absoluten Zahlen sind 80 Menschen ertrunken, nicht 1.150. Also die Zahl der Toten ist drastisch zurückgegangen. Aber seit 4 Jahren, fast schon, also seit März 2020, hält sich weder die Türkei noch Griechenland an diese Erklärung. Wenn wir also heute über 7 Jahre diskutieren, muss man sagen, seit 3 Jahren hält sich Griechenland offen nicht mehr an EU-Recht. Es gibt also Pushbacks und Gewalt. Systematisch, jeden Tag. Nicht nur auf der Landgrenze, sondern auch auf den Inseln. Seit 3 Jahren hält sich die Türkei nicht mehr daran, irgendwen zurückzunehmen. Es gibt keine Rückführungen mehr. Und das Geld der EU läuft Ende dieses Jahres aus. Und es gibt keine Diskussion darüber, wie es weitergeht mit der Unterstützung für syrische Flüchtlinge und all die Projekte, die in Gaziantep und Hatay in Istanbul aufgestellt wurden, haben dann kein EU-Geld mehr. Wir haben also seit 3 Jahren keine Erklärung mehr. Ist die Situation, seit es keine einzige Rückführung mehr gibt, und die Türken das offen sagen, besser geworden oder schlechter? Meine Furcht war, als wir das vorgeschlagen haben, dass die Alternative zu einer solchen Erklärung, wo die Türkei von der EU auch etwas erhält, eine brutale Abschreckungspolitik ist, wo die Türkei von der EU nichts erhält. Und das haben wir heute. Gewalt, Pushbacks, dazu brauchen wir keinen Deal, das machen die Polen ohne Deal in Belarus, das machen die Kroaten ohne Deal in Bosnien, das machen die Bulgaren an der Grenze zur Türkei, das machen immer mehr EU-Staaten. Und das ist die Realität heute. Griechenland hat die Zahl der Menschen, die kommen, drastisch reduziert, viel mehr als die EU-Türkei-Erklärung seit dem März 2020, durch offenen, systematischen Bruch von Menschenrechten und dem Non-Refoulement-Gebot und Flüchtlingsrechten. Und daher ist meine Frage, und darum bin ich heute hier, wie kommen alle die, und darum sind ja auch Sie hier, die sich fragen, wie retten wir das Flüchtlingsrecht, wie kommen wir da heute raus? Ganz kurz, bevor wir über die Zukunft sprechen, nur noch einen kurzen Moment vielleicht noch bei der Vergangenheit bleiben. Gerhard Klaus hat jetzt gesagt, der Deal war okay oder die Erklärung war okay. Das Problem war, dass sowohl die Türkei als auch Griechenland sich da nicht dran gehalten haben. Sie sagen, es liegt in der Natur solcher Abkommen, dass am Ende Zustände herrschen, wie sie zu beobachten waren. Warum? Ja, jetzt habe ich ganz viele Dinge, auf die ich total gerne antworten würde. Sie haben da nicht den kompletten Absatz vorgelesen aus der EU-Türkei-Erklärung. Da steht nämlich, dass alle Menschen zurückgeführt werden sollen und dies im vollständigen Einklang mit dem Non-Refoulement-Gebot passieren soll und nicht zur Kollektivausweisung. Aber alle Menschen sollen zurückgeführt werden, korrekt? Nein, da steht, dass diejenigen, und das war immer schon EU-Recht, diejenigen, die gemäß der EU-Verfahrensrichtlinie, also das gültige EU-Recht von 2013, deren Antrag gemäß der genannten Richtlinie als unbegründet oder unzulässig abgelehnt wird, die werden zurückgeführt. Das war aber immer schon. Das ist die Regel. Das ist dann die Differenzierung, die danach kommt. Erstmal steht in dem Statement, dass alle Menschen zurückgeführt werden sollen, die ab einem Stichtag. Alle neuen irregulären Migranten, aber ein Asylsuchender ist kein irregulärer Migrant, das wissen Sie, weil Sie das Flüchtlingsrecht kennen. Wer einen Asylantrag stellt, hat in dem Moment all die Rechte, die hier aufgezählt würden, eines Antragstellers. Und ja, die werden explizit aufgezählt. Und das Problem ist, dass sich Griechenland an der Landgrenze, für die dieses Abkommen übrigens, diese Erklärung nie gegolten hat, nie daran gehalten hat. Okay. Und auf der Seegrenze auch nicht mehr. Also erstens werden dort alle Menschen als irreguläre Migranten erstmal betrachtet. So wurde das nämlich in dem Asylrecht, in der Folge des EU-Türkei-Deals, was dann eingeführt wurde 2016, so verankert, dass Menschen, die ankommen, kriegen erstmal einen Abschiebebescheid, der dann ausgesetzt ist und dann kann das Asylverfahren eingeleitet werden. So ist es in der Praxis. Zweitens ist die Situation so, dass was hier steht, das ist ja ein schöner Absatz, dass man sich das vorstellt, dass es so funktionieren kann,
Es kann so aber nicht funktionieren, das ist völlig offensichtlich. Denn es ist nicht möglich, dass man versucht, eine Insel komplett zu leeren mit diesen Menschen. Die Leute, die abgeschoben werden, sind Syrer vor allem gewesen nach der Erklärung und Afghanen. Die hatten Asylgründe. Die hatten komplette, wenn die nicht Menschen sind, die Asylgründe haben, dann weiß ich nicht wer. Das heißt, es ging da um Leute, die rübergeführt werden sollten, die eben genau in die Kategorie fallen. Und ich glaube, es ist ja schön, jetzt da zu sitzen und zu sagen, ja, in dem Text steht das. Warum haben die das nicht eingehalten, wenn man da eine Konstruktion erschafft, die eben nicht umzusetzen ist? Und ich glaube, das Problem, was wir haben, ist unter anderem auch einfach die Frage, nach welchen Kriterien wollen wir Menschen zurückschicken und was passiert eigentlich mit denen in der Türkei? Denn wenn es das Ziel gibt, so einen Deal einzuführen, der so viele Menschen wie irgend möglich in die Türkei zurückbringt, da müssen wir uns ja auch überlegen, was passiert mit denen in der Türkei. Und die Türkei gilt als ein sicherer Drittstaat. Und das hat den Wandel ums Ganze gebracht in dieser Erklärung. Nämlich es wurde festgestellt, es wurde festgelegt, die Türkei soll ein sicherer Drittstaat sein. Wenn man sich aber anguckt, was das für Kriterien sind, wir haben, die Türkei hat nicht mal die Genfer Konvention ratifiziert für Menschen, die nicht europäische Staatsbürger sind. Das heißt, es wurde ein temporärer Schutzstatus für Syrer eingeführt, es wurde ein bedingter internationaler Schutzstatus eingeführt für andere Personen. Aber was de facto passiert ist, ich habe mir das ja angeguckt im Detail, ist, dass die Menschen, die von den Inseln abgeschoben wurden, in der Türkei inhaftiert wurden. Die Europäische Kommission wusste das, hat irgendwann aufgehört, Berichte dazu zu veröffentlichen. 2017 war das letzte an Berichten. Die Menschen hatten keine Chance, die meisten, die im Gefängnis waren, vor allem nicht Syrer, wurden direkt inhaftiert, hatten keine Chance, einen Asylantrag zu stellen, saßen 12 Monate in Haft, wurden von da in der Regel weiter abgeschoben ins Herkunftsland. Wir haben, die Türkei hat seit dem Deal über 400.000 Menschen abgeschoben, im letzten Jahr allein 60.000 nach Afghanistan, nach der Machtübernahme der Taliban. Es gibt Vertreibungen nach Syrien. Diese Leute, die auf europäischem Boden waren und einen Asylantrag gestellt haben, weil sie verfolgt sind, werden so Kettenabschiebungen preisgegeben. Sie werden überführt, sie sitzen 12 Monate im Gefängnis und viele hatten gar keine Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen. Diejenigen, die die Möglichkeit hatten, wurden in der Regel direkt abgelehnt und direkt abgeschoben. Und ich glaube auch, was Sie vorher gesagt haben, was die Zahl der Toten angeht, dass die gesunken seien in absoluten Zahlen, ja, an der ägäischen Grenze sind weniger Menschen über dieses Meer gefahren, dann ist da die Zahl in absoluten Zahlen natürlich gesunken. Aber was passiert ist, ist, dass die Türkei eine Mauer mit Selbstschussanlagen nach Syrien gebaut hat. Dass sie eine Mauer nach Afghanistan bauen und diese Kneste plus auch unter anderem zum Beispiel die Mauer zwischen dem Iran, also um afghanische Flüchtlinge, vor allem aufzuhalten, auch iranische Flüchtlinge, diese Mauern sind zum großen Teil EU-finanziert. Dieses Geld, was die Türkei hatte, was die Türkei bekommen hat im Rahmen des Deals, ist eben sehr viel einfach in Infrastrukturen von Haft geflossen. Und ich glaube, das ist eben einfach genau kein Zufall, dass das passiert ist, sondern das war halt einfach abgesehen innerhalb dieser Erklärung. Sie können gerne das mal antworten. Ja. Herr Klaus, bevor Sie antworten, ich würde gerne noch eine Frage anschließen, dann könnte es beides sozusagen in einem Abwasch machen. Und zwar, Sie haben später dann an einer anderen Stelle, es ist ja so ein bisschen das, wofür Sie eintreten, Migrationsabkommen mit Transit- und Drittstaaten, und Sie haben dann an einer anderen Stelle in der jüngeren Vergangenheit einen Mechanismus vorgeschlagen, der sich sozusagen an der inneren Logik an den EU-Türkei orientieren sollte, wenn ich das richtig verstanden habe, nämlich im Herbst 2021 an der Grenze von Belarus und Polen. Alle werden sich erinnern, die Zeit, als die Flüchtlinge aus dem Nahen Osten über Belarus nach Polen gekommen sind, Polen sie nicht reinlassen wollte, zurückgepusht hat, Belarus sie nicht zurückgenommen hat. Da haben sie sich zu Wort gemeldet und gesagt, die EU soll die Türkei und andere Drittstaaten dafür gewinnen, die Menschen nach dem Stichtag aufzunehmen und damit zu zeigen, dass sie weder gewissen noch machtlos ist, die später kommen sollen, abgeschoben werden in einen sicheren Staat. Zu der Zeit waren in der Ukraine eine sehr große Zahl an Binnenflüchtlingen. Das Land war durch den Krieg, der schon begonnen hatte, destabilisiert, der Aufmarsch war da. Trotzdem haben sie den Vorschlag gemacht, sozusagen nach dem Modell dieses EU-Türkei-Deals auch dort das zu machen. Ich verstehe, dass Sie noch was zur Türkei sagen wollten, ob Sie danach vielleicht was dazu sagen könnten, warum Sie auch in dieser Situation der Meinung waren, das sei der geeignete Mechanismus, um dann mit den Ankommenden umzugehen in einem
Land mit einer sozusagen sehr schwierigen Aufnahmesituation, das war eine sehr schwierige politische Situation war, und warum Sie der Meinung waren, es sei nicht geboten gewesen, auch den politischen Druck auf Mittel- und auf Westeuropa, auf die EU aufrechtzuerhalten, dass die diese Menschen aufnehmen sollen. Ja, also vielleicht noch einmal ein Punkt zu den Zahlen, denn das ist schon sehr wichtig. War es immer naturgegeben, dass die Bedingungen, in denen ich war in Moria 2016, 2017 in Chios, im Lager dort, dass die so unmenschlich sein mussten, wie sie waren? Denn darüber haben wir keine Unterschiede in der Beurteilung, dass was auf den Inseln passiert ist, die Art, wie die Menschen, die waren nicht geschlossen, Moria war nicht geschlossen, die Menschen kommen raus und rein. Sehr viele sind sogar vor dem Lager gewesen, weil die Bedingungen... Aber da war ein Gefängnis. Ja, ja. Aber das Monate war dort in Haft. Ja, aber Sie wissen, dass Moria das Lager nicht geschlossen war, dass Leute rein und rausgehen konnten, weil es auch keine Rechtsgrundlage gab, Asylsuchende einzusperren. Und das ist aber passiert. Dann war es ein Rechtsbruch, aber ich bin selbst nach Moria hineingegangen mit dem Danish Refugee Council und mit anderen Hilfsorganisationen. Das Problem war, dass es in Moria, das war die Hölle auf Erden, weil es keine Polizei, keine Sicherheit gab. Menschen wurden vergewaltigt, wenn es Gewalt gab. Es hat niemand untersucht. Darüber sind wir uns einig. Nur, in den ersten drei Monaten des Jahres 2017, Januar, Februar, März 2017, also ein Jahr nach der Türkei-Erklärung, sind insgesamt 4.000 Menschen in drei Monaten auf alle griechischen Inseln gekommen. Und das Argument, dass es unmöglich gewesen wäre, bei diesen Zahlen, im ganzen ersten Jahr waren es 26.000, in einem Jahr, jetzt zu sagen, das überfordert ein Land wie Griechenland, das in der Zeit 3 Milliarden Euro von der EU bekommen hat. Mit 26.000 Menschen, die kann man nicht human unterbringen. Da kann man keine schnellen Verfahren machen. Dieses Argument von Leuten wie wir, die wir uns dafür einsetzen, dass man mit sehr viel größeren Zahlen menschenrechtskonform und im Einklang mit dem Asylrecht umgehen kann, erscheint mir als gefährlich. Denn diese 26.000 Menschen nach der Erklärung hätte man ihren Antrag entgegennehmen müssen, und zwar schnell, und hätte prüfen müssen, und das ist die Idee, das ist nicht durch die EU-Türkei-Erklärung entstanden, das ist im EU-Recht, prüfen müssen, welche Personen wären in der Türkei sicher gewesen. Und bis zum Jahr 2021 gab es an Rückführungen in der Türkei mit dem Argument des sicheren Drittstaates nur Syrer. Denn natürlich war die Türkei für Afghanen nicht sicher. Denn für Afghanen gab es in der Türkei und gibt es heute auch nicht keinen Zugang zu fairen Asylverfahren. Bei Syrern war nur das Argument, die Türkei hat 3,5 Millionen Syrer damals aufgenommen gehabt. Die bekamen automatisch den Schutzstatus in der Türkei, genauso wie die Ukrainerinnen heute in Europa. Temporären Schutzstatus, zeitlich unbegrenzt. Und das Argument war, diese 3,5 Millionen Syrer in der Türkei und die, die man zurückbringt, könnten sicher sein. Trotzdem muss man immer eine Einzelfallprüfung machen. Seit 2018 gibt es keine Registrierung mehr und die Leute werden massenhaft abgeschoben, auch nach Syrien. Das heißt, dieser temporäre Schutzstatus war temporär bis 2018. Seitdem gibt es also, noch nicht mehr. Also, die Türkei immer noch 3,5 Millionen Syrer im Land, mehr als jedes andere Land der Welt. Jetzt kann man natürlich sagen, wie das die türkische Opposition derzeit tut. Es war ein Fehler von Erdogan, sie hereinzulassen. Ich glaube, es war eine extrem wichtige Geste. Ich vergleiche die Türkei mit anderen Nachbarn Syriens. Nach Israel sind keine syrischen Flüchtlinge gekommen, denn da standen vom ersten Tag an Soldaten. Und haben gesagt, wer kommt, wird mit Gewalt zurückgedrängt. Also wir haben keine syrischen Flüchtlinge dort. Jordanien und die Türkei und der Libanon haben im Herbst 2015, dieser Bau der Mauer hat ja auch nichts mit der EU-Türkei-Erklärung zu tun, der hat begonnen im Herbst 2015. Aber gehen wir zurück zur Schlüsselfrage, was man tun kann und auch Ihre Frage zur polnischen Grenze. Sie sagen ja im Grunde genommen, die beiden Staaten haben sich nicht an ihre rechtlichen Verpflichtungen gehalten. Und die Frage wäre, worauf gründen Sie die Erwartung, dass andere Staaten das im gleichen Fall zukünftig tun würden? Zum Beispiel Ukraine. Ja, das war das wirklich extrem frustrierende war, nachdem es diese Erklärung gab, mit all diesen rechtlichen Forderungen, gab es eine große Kampagne von Nichtregierungsorganisationen, die von Anfang an gesagt haben, das muss weg. Also nicht, das muss so umgesetzt werden, wie es da drin steht, sondern die ganze Erklärung ist illegitim. Und die griechische Regierung, Syriza, war für diese Argumente offen, hat aber darauf reagiert, dass sie die Menschen einige Monate auf der Insel festgehalten hat,
aber gar nicht probiert habe, die Verfahren abzuschließen und Leute zurückzuschicken. Das ist ja das Ergebnis gewesen. Es wurden unter diesem angeblichen Massenabschiebungsprogramm am Ende sehr wenige Menschen zurückgeschickt in den ersten 4 Jahren, weil der Rechtsprozess für diese Menschen am Ende dazu geführt hat, dass kaum jemand eine Entscheidung bekam, wirklich zurückgeführt zu werden. Ich bin nicht dagegen, dass man das in jedem Einzelfall prüft, so steht es ja hier drinnen. Das Problem ist aber, als dieses Abkommen zusammenbrach im Februar 2020, als die Türkei gesagt hat, wir halten uns nicht mehr an dieses Abkommen, wir nehmen niemanden zurück, wir bringen die Leute an die Grenze. In dem Moment ist das eingetreten, was meine Kollegen und ich gefürchtet haben und vor dem wir schon im Herbst 2015 gewarnt haben. Die gesamte EU, inklusive der deutschen Regierung, und zwar alle damals noch 28 Regierungen der EU, haben sich zusammengetan und gesagt, wir stärken Griechenland den Rücken bei einer offen, nicht wie hier im Einklang mit EU oder Flüchtlingsrecht, bei einer offenen Politik des systematischen Rechtsbruches. Ursula von der Leyen fuhr im März 2020 nach Griechenland mit dem Präsident des Europaparlaments, ein italienischer Sozialdemokrat, Sassoli, mit dem kroatischen Ministerpräsidenten und mit dem belgischen Liberalen Michel und sagte, wir unterstützen Griechenland dabei, diese Grenze zu schließen. Und die Schließung dieser Grenze waren Pushbacks und Gewalt. Und gleichzeitig begann die Jagd auf diejenigen, die die Inseln erreichen. Das gab es nämlich auch nicht vor dem Februar, dass systematisch die Leute, die die Inseln erreichen, von Menschen der griechischen Küstenwache und der Polizei gepackt werden, auf Plastikboote gesetzt werden oder diese Plastiken und systematisch, und zwar Tausende im Monat, in die Gewässer der Türkei zurückgeschoben werden. Das läuft jetzt so seit März 2020 und das Problem, das wir jetzt alle haben, wir wissen das ja alle. Es ist ja dokumentiert. Der Chef von Frontex musste zurücktreten, weil er gelogen hat. Trotzdem geht es weiter. Ja, was in der Ägäis passiert ist, das ist ja in der Tat umfassend dokumentiert. Und das wurde jetzt ja auch schon vielfach benannt. Die Frage ist ja, welche Lehren zieht man daraus für die Gegenwart und für die Zukunft? Und ist das ein Modell, das man legitimerweise versuchen kann, an anderen Orten der Außengrenze erneut aufzusetzen? Sie sagen, ja, Sie haben ein Buch dazu geschrieben. Sie melden sich sehr viel in den Medien zu Wort. Sprechen auch mit Regierungen und werben ja dafür, ein vergleichbares Modell an vielen anderen Orten zu etablieren. Ja, weil die Alternative dazu. Warum denken Sie, dass es in Zukunft nicht so wird, wie es in diesem Fall gelaufen ist? Weil ich hoffe, und diese Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben, dass, wenn klar ist, was die realpolitische Alternative dazu ist, an allen Grenzen Europas, die von den gewählten Regierungen nicht die Rechtspopulisten, Mitte Linksregierungen wie in Spanien, liberale Regierungen, Mitte Rechtsregierungen, seit Jahren unterstützt wird. Dass die Alternative dazu ist, dass sich Europäer so verhalten wie die meisten Staaten der Welt. Denn die meisten Staaten der Welt machen Pushbacks. Nicht nur Australien, auch die USA, systematisch seit Jahren für alle Boote aus der Karibik. In den meisten Staaten der Welt haben die Gerichte diese Pushbacks am Ende legalisiert. Der US Supreme Court 1992, die Pushbacks in das Haiti der Duvalier, so gefoltert wurde. Der australische High Court, die Pushbacks der australischen Marine. Wenn wir in Europa den gleichen Weg gehen wie die Australier, jetzt die Amerikaner unter Joe Biden, unter Trump muss ich gar nicht reden, und andere weltweit, dann gibt es keine Flüchtlingskonvention mehr. Wir stehen so knapp davor. Das Problem ist ja nicht die Gewalt an den Grenzen. Das ist das erste Problem. Das Problem ist, dass diese Gewalt die Regierungen nicht mehr dazu bewegt, nicht mehr beschämt, etwas zu ändern. Und jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel, darum war ich gestern in London. Wir haben eine Situation am Ärmelkanal. Im letzten Jahr, 2022, sind 46.000 Menschen mit Booten von Frankreich aus der EU weg nach Großbritannien. Und die bezahlen Schmuggler 2.000 bis 3.000 Euro. Das ist unter den Augen der französischen Polizei. Das sind mehr Menschen, die Europa verlassen mit Booten, als aus ganz Afrika im letzten Jahr nach Spanien gekommen sind. 46.000. Die englische Regierung nimmt das her und sagt, die einzige Chance, das zu stoppen, ist wie Australien. Wir machen ein Abkommen mit Ruanda, wir setzen das Recht auf Asyl aus. Jeder, der nach England kommt, wird eingesperrt. Und die englische Innenministerin hat eine Agenda, wir wollen auch aus der Menschenrechtskonvention austreten. Das ist ihre Agenda.
In dieser Situation, wenn jetzt die Europäische Union sagen würde, oder Deutschland und Frankreich gemeinsam, wir bieten Großbritannien etwas an. Wir nehmen ab dem 1. April oder 1. Mai 2023 jeden zurück, der mit dem Boot irregulär nach Großbritannien fährt. Frankreich ist sicher. Frankreich gibt mehr Asyl als Großbritannien. Frankreich hat alle Konventionen unterschrieben. Das heißt, das würde nicht dazu führen, dass irgendjemand nicht in Frankreich einen Asylantrag stellen kann. Es würde nur den Anreiz wegnehmen, in die Boote zu steigen. Und wenn dann Frankreich sagt, aber wir fordern Solidarität. Großbritannien muss legale Wege anbieten. Jedes Jahr 40.000 Flüchtlinge, die sich melden, die das wollen, aber es gibt ein großes Interesse für viele Flüchtlinge, nach Großbritannien zu gehen, jedes Jahr 40.000 Flüchtlinge legal aufzunehmen. Bei so einer Einigung gäbe es mehr Flüchtlingsschutz in Großbritannien, keine Toten mehr, letzten Jahr ein Unfall mit 30 Toten, kein Geld für die Schmuggler und wir würden die Versuchung in Großbritannien, das Flüchtlingsrecht aufzuheben und die Menschenrechtskonvention zu verlassen, ein alternatives Modell entgegensetzen. Warum geht das? Weil Frankreich tatsächlich sicher wäre. Und die entscheidende Frage, und da bin ich ja bei allen Kritikern, ist natürlich, für wen ist ein Land sicher? Aber manche sagen ja, es darf grundsätzlich die Idee des sicheren Drittstaates nicht, die ja im Recht ist, die darf nie angewandt werden. Welche Länder dafür möglicherweise in Frage kommen, da können wir gerne mal drüber sprechen. Aber erstmal sozusagen, Clara Böhmer, an Sie die Frage, der grundsätzliche Gedanke, man nimmt alle zurück, die irregulär losgefahren sind, im Gegenzug bringt man das Zielland dazu, ein begrenztes Kontingent anzubieten. Kann das aus Ihrer Sicht funktionieren? Nein, das kann nicht funktionieren und es war jetzt schon ein bisschen schwer, dem zu folgen, aber was ich überhaupt nicht verstehe, wie man, nachdem man die Erfahrung mit der Türkei gemacht hat und eigentlich nach 7 Jahren, spätestens eigentlich nach 1-2 Jahren feststellen musste, dass die Türkei kein sicherer Drittstaat ist, kann ich nicht verstehen, wie man quasi weitere Deals anbietet, auch Regierungen Deals anbietet, um irgendeine Lösung für ein Problem zu finden, worüber wir auf anderer Stelle ja nochmal diskutieren könnten. Aber ich sehe in diesen Deals machen eine ganz klare Abkehr von der Genfer Flüchtlingskonvention. Weil indem man anfängt, auf 1,5 Seiten politische Absichtserklärungen zu formulieren und, sage ich mal, zum ersten Mal dann auch das sichere Drittstaatskonzept zur Anwendung kommt, ich frage mich übrigens, wer auf diese Idee gekommen ist, wenn man das macht, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was die Realität in den Ländern, um die es geht, wie die da aussieht. Und Sie wissen doch auch, dass zur Grundlage der Türkei, unter anderem vom UNHCR, aber auch von der Botschaft der EU in der Türkei, 1,5 Seiten formalen Bekenntnissen, dass die Türkei sicher sei, als Grundlage für den Deal herangezogen wurden, aber nicht die Realität, in der sich die Menschen befinden, so wie es Valeria Hensel auch schon dargestellt hat. Deshalb denke ich, dass man auf keinen Fall mit solchen Deals überhaupt irgendwelche Ansätze dafür bringen kann, dass zum einen irgendwas geregelt wird, weil aus meiner Sicht werden deshalb sich nicht weniger Menschen auf den Weg machen oder fliehen. Und auf der anderen Seite werden aber, und das ist besonders schlimm, werden immer Menschenrechte verletzt in solchen Verfahren. Und bei UK und Frankreich, und Sie sagen, Frankreich ist sicher, aber ich frage mich, wo werden diese Menschen untergebracht? Sicher auch in Haftzentren. Und wer weiß, wie lange? Ja, aber wenn wir die Lehren aus dem Türkei-Deal ziehen, dann wäre das die realistischste Option. Ja, und da möchte ich, glaube ich, ganz kurz nochmal einhaken, weil ich habe das Gefühl, Sie haben es gerade so dargestellt, als wäre das Versagen eines Deals, der doch die Lösung gewesen wäre, die notwendige Folge daraus, es gibt gewaltsame Pushbacks an den Grenzen, also doch lieber der Deal, als dass Leute an den Grenzen getötet werden. Ich glaube, wir sind hier an dem Podium alle derselben Meinung, dass wir Pushbacks und diese Gewalt mehr ablehnen und dass wir Wege suchen, dass die nicht stattfindet. Und ich sehe diese Analyse aber sehr unterschiedlich, denn ich habe das Gefühl, dass, wenn wir uns angucken, was genau passiert ist in Griechenland, war es ein Schritt und immer weiter diese Rechtsenthüllung, die wir gesehen haben, dieses Sonderrecht auf den Inseln, dieses
erzwingen, dass durch den Deal die Menschen auf den Inseln festsitzen und eben nicht weiterreisen können und ein faires Verfahren gehen können und dass die Griechen mit den Menschen stecken bleiben, weil sie die nicht mehr abschieben können, weil die Türkei die dann auch nicht zurücknimmt. Dass diese Situation, die kreiert wurde durch den Deal, die hat ermöglicht, dass rechtsfreie Räume da sind und den Pushbacks entstehen können. Die hat auch ermöglicht, dass Frontex sich an Pushbacks beteiligt hat. Das heißt, diese Pushbacks kommen ja nicht von ungefähr. Und das ist, sie sind nach dem, wie ich das sehe, einfach stehen sie in einer Reihe mit dieser ganzen Deal-Politik. Und ich glaube nicht, dass dieser Deal eine Alternative dazu gewesen wäre, weil auch jetzt mal den Mut der Migrationswissenschaftlerin, ehrlich gesagt, diese Modelle von Push- und Pull-Faktoren, die sind wirklich aus den 80ern. Die glaubt man heutzutage nicht mehr, weil es genug Gründe gibt, anzunehmen, dass Migrationsentscheidungen wesentlich komplexer sind. Und ich werde nicht als verfolgter Syrer in der Türkei mich entscheiden, okay, ich setze mich jetzt nicht auf ein Boot, weil potenziell habe ich die Chancen auf Resettlement und ich warte jetzt, bis jemand anders abgeschoben wird, damit ich vielleicht rüberkomme, wenn ich denn sehr viele Gründe habe, mein Herkunftsland verlassen zu müssen. Das heißt, diese Idee, irgendwie nur mit Zahlen zu operieren und aus einer ökonomischen Perspektive Menschenleben aneinander zu koppeln, weil wir gerne aus einer europäischen Perspektive sagen, oder zumindest das irgendwie eine Perspektive der EU ist, die, glaube ich, von Medico so eben nicht geteilt wird, dass wir eben nicht sagen, wir müssen Migration massiv begrenzen, das ist nicht unser Ziel, sondern wir sollten eher mal anerkennen, dass Migration eine gesellschaftliche Realität ist und dass wir damit umgehen wollen und müssen, dass es eine gesellschaftliche Bereicherung ist und dass wir das nicht einfach durch Deals versuchen können, Zahlen runterzudrücken. Es gibt auch noch ein individuelles Asylrecht und wenn wir einfach nur noch anfangen zu gucken, ja, so und so viele können wir abschieben, dann können wir so und so viele aufnehmen und diese Politiken weiterführen, dann haben wir, glaube ich, echt ein Problem mit dem, was Sie ja auch erzählen, verteidigen zu wollen, nämlich die Genfer Konvention. Die wird damit nämlich geopfert einer ökonomistischen Rechnung, wer von wo nach A und B geschoben werden soll. Und so funktioniert das mit Menschen nicht, so funktioniert das mit Waren, so funktioniert das aus einer ökonomischen Perspektive, aber nicht aus einer Migrationsperspektive. Wir haben gestern zur Vorbereitung gesprochen und da haben Sie gesagt, dass aus Ihrer Perspektive die Situation dramatischer ist als 2015, 2016, dass es enormen politischen Druck gibt auf das Asylrecht in Europa und dass der einzige Weg, den Sie dafür realistisch halten, der sei, dass man den Regierungen, die noch überhaupt ansprechbar sind für so einen Menschenrechtsaspekt oder für eine menschenrechtlich basierte Politik, Mittel und Instrumente vorschlagen muss, die Zahl der irregulären Ankünfte zu drücken. Ich würde Sie bitten, dass Sie vielleicht einmal eine ganz kurze Typologie machen, welche Sorten von Deals man sich da vorstellen muss. Wenn ich das richtig gelesen habe, was Sie geschrieben haben, dann sind es eigentlich drei. Man sagt, man setzt sich mit Transitstaaten dafür ins Benehmen, dass die Menschen aufnehmen für Asylverfahren, für Schutz in Europa. Die zweite Variante ist Transitstaaten mit Schutz vor Ort. Und das dritte wäre Abkommen mit Herkunftsstaaten, die irregulär Ankünfte zurücknehmen sollen. Und im Gegenzug bekommen diese Staaten dann Hilfe, Visa und andere Erleichterungen. Mich würde interessieren, wo würden Sie Orte sehen oder Länder sehen, die dafür in Frage kommen? Was sind die Kriterien dafür, dass so ein Land für so ein Abkommen in Frage kommt? Die Türkei, Ukraine sind von Ihnen ins Spiel gebracht worden. Es gibt eine Reihe von anderen Ländern, die EU dafür immer wieder in Betracht zieht. Und Dänemark hat ja ganz konkret bei Ländern angeklopft. Wie man weiß, war unter anderem Libyen dabei, Ägypten, Sudan. Wo würden Sie diese Abkommen für die Zukunft ansehen wollen? Ja, also ein Wort noch zu dem Ausgangspunkt, wo wir begonnen haben, diesen Vorschlag zu machen, 2015. Das war nach einer Rede von Viktor Orban. Sie erinnern sich an Alan Kurdi, den kleinen Jungen, der mit seinem Bruder und seiner Mutter ertrunken ist, im September 2015. Und Viktor Orban hat damals am 4. September, zwei Tage später, eine Rede gehalten und gesagt, er war noch nie so optimistisch, die Kulturrevolution wird kommen, der Rechtsstaat, dieses Reden von internationalen Menschenrechten, diese Ära ist zu Ende. Denn die Angst vor Migration, und er ist der einzige Ministerpräsident, der das sieht, im September 2015, so hat er sich dargestellt, die Angst vor Migration wird dazu führen, dass die europäischen Staaten die Menschenrechte aufgeben.
Und meine Kollegen und ich haben damals, weil wir das australische Beispiel kannten, wo ja das genau passiert ist. Angst vor Menschen, die im Booten kommen, hat dazu geführt, dass Australien gesagt hat, Pushbacks mit der Marine, und die kommen, werden auf zwei Inseln gesteckt. Und die Bedingungen auf diesen Inseln, Nauru und Manus, waren so geschaffen, mit unglaublich viel Geld, dass australische Ärzte von Folter sprachen. Und diese Politik Australiens wird seit 2014 auch von der jetzigen Arbeiterpartei getragen. Also diese Wendepunkte, wo auf einmal ein Land sich verabschiedet von den Menschenrechten und wir dann nie wieder zurückkommen, weil die Mehrheiten sagen, alles andere wurde ausprobiert und geht nicht. Das ist der Ausgangspunkt für den Versuch, durch Migrationsdiplomatie etwas anderes zu erreichen. Konkretes Beispiel. Und sehr konkret, Gambia. Es sind 2014 bis 2018 eine unglaubliche Zahl aus einem sehr kleinen Land, 2 Millionen Einwohner, eine Zahl von 45.000 Menschen, vor allem junge Männer, über Libyen nach, und Italien nach in die EU gekommen. Sehr viele gingen nach Deutschland und sehr viele sind heute in Baden-Württemberg, weil die Asylverfahren dort stattfanden. Die sind losgefahren, da war das noch eine Diktatur. Die sind angekommen, da war es eine Demokratie, was gut ist für Gambia nach 24 Jahren Diktatur, aber schlecht für die Asylanträge, denn dadurch wurden fast alle abgelehnt, weil es keine Verfolgung mehr gab. In Gambia, der Minister, der Präsident, der zurückkam, war selbst als Flüchtling im Ausland gewesen. Und in der Situation hatten wir jetzt Tausende, haben wir jetzt noch immer Tausende ausreisepflichtige Gambier, allerdings seit vielen Jahren in Deutschland. Was machen wir? Die einen sagen, alle abschieben. Die Rechtslage ist klar, die sind durch die Asylverfahren durch, die haben kein Recht auf Asyl. Ich war vor Ort in Gambia mehrmals und dazu kommt der Realismus. Afrikanische Länder haben bis jetzt nie zugestimmt. Und das ist auch nachvollziehbar. In der EU geht es genauso mit Dublin. Länder stimmen nicht zu, viele Leute zurückzunehmen. Ich war sogar mit zwei CDU-Politikern einmal dort. Und die haben das gesehen. Und die kamen dann zurück und haben gesagt, das ist nicht realistisch. Wir würden das Land destabilisieren, wenn wir jetzt auf einmal versuchen, mit Druck tausende Leute abzuschieben. Und daher war mein Vorschlag, auch in diesen Diskussionen, warum machen wir nicht einen Stichtag und sagen, die jetzt da sind, können bleiben. Die einzige Ausnahme für verurteilte Straftäter, wie gesagt, wenn sie kein Asyl haben. Verurteilte Straftäter, die Asyl haben, kann man auch nicht abschieben. Aber Gambia ist eben sicher. Aber die anderen können bleiben. Dafür nimmt Gambia aber im Stichtag die zurück, die dann nach Deutschland kommen und einen Asylantrag stellen, der abgelehnt wird. Das heißt nicht, dass wir das aussetzen. Aber wir schaffen einen Anreiz, nicht mehr nach Deutschland zu kommen, wenn man weiß, man hat keine Chance. Übrigens, ganz viele in der gambischen Zivilgesellschaft setzen sich dafür ein, dass Gambia nicht diesen gefährlichen Weg machen. Und dafür bieten wir legale Wege. Ein Kontingent von legalen Möglichkeiten für Gambier in Deutschland zu arbeiten. Wir haben also weniger irreguläre Migration ohne Menschenrechtsverletzungen, wir haben eine Legalisierung von denen, die jetzt hier sind, und wir haben trotzdem Kontrolle. Ja. So etwas könnte man mit Senegal diskutieren, so etwas könnte man mit Nigeria diskutieren. Wenn ich in Baden-Württemberg mit denen rede, und es gibt riesige Helfernetzwerke, die sich seit Jahren mit Gambier oder andere einsetzen, die denen helfen, die verzweifeln, die sagen, wir haben uns jetzt 5 Jahre bemüht und jetzt sollen die Leute abgeschoben werden. Rechtlich ist die Lage klar. Die sind ausreisepflichtig. Menschlich, moralisch und politisch wäre ein anderer Weg besser. Das ist eine Art von Abkommen, die dazu führen würde, dass Deutschland eine Legalisierung macht. Manche andere Länder haben das auch schon gemacht in der Vergangenheit, Spanien, Italien immer wieder. Gleichzeitig aber politisch die Mehrheit hat, die man braucht, um das zu tun. In Baden-Württemberg ist eine Koalition aus Grünen und CDU. Die müssen wir überzeugen und der Bundestag und die jetzige Regierung muss zustimmen. Das wäre eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, oder ist schon zu viel? Ich die beiden anderen auch noch. Also die, zweite Möglichkeit ist ein klassisches Herkunftsland wie Tunesien. Es ist vollkommen klar, vor 2 Jahren hätte man mit Tunesien anders reden können als jetzt. In Tunesien haben wir derzeit einen Präsidenten, der diktatorische Macht übernommen hat, der rassistische Reden hält, und wir haben volle Flugzeuge mit Menschen aus Subsahara-Afrika, die evakuiert werden von ihren Regierungen. Also niemand kann heute
einen Nicht-Tunesier nach Tunesien zurückschicken und Tunesier, die heute in die Boote steigen, müssen einen Asylantrag haben, und zwar einen vollständigen, weil wir müssen prüfen, es gibt in Tunesien politische Gefangene. Aber es gibt natürlich auch Tunesier, die fliehen mit den Booten, weil sie wirtschaftlich, weil die Lage schlecht ist, weil sie sich Hoffnungen machen auf ein besseres Leben, die in Europa kein Asyl bekommen. Und da könnte man auch in der jetzigen Situation ein Angebot machen und sagen, warum bieten wir nicht legale Wege an? Und dafür verpflichtet sich ein Land wie Tunesien. Wir bieten an Kontingente, wiederum Deutschland, der Arbeitsmarkt, viele Länder, gibt es Mehrheiten dafür. Nicht alle. Ich war in den Niederlanden letzte Woche, die Niederlande haben genauso einen Arbeitskräftemarkt, aber die machen das nicht. Aber Deutschland und andere Länder bieten an, wir öffnen Wege, Menschen können zu uns kommen. Wir haben sowas mit den Balkanländern gemacht, die Balkanlösung. Dafür verpflichtet sich aber auch Tunesien, ab einem Stichtag, die, die dann ein faires Verfahren hatten, schnell zurückzunehmen. Und die dritte und schwierigste Lösung ist für Transitstaaten, die dann Drittstaaten zurücknehmen. Und da kommen wir zu der Frage der sicheren Drittstaaten. Welche? Und das ist tatsächlich schwierig, aber ich gebe Ihnen ein Beispiel, wo man, glaube ich, auch ins Nachdenken kommt. Ein Beispiel, das der UNHCR derzeit verwendet als sicheren Drittstaat. Der UNHCR evakuiert seit 2019 Menschen aus Libyen nach Ruanda und lobt Ruanda. Denn diese bis jetzt 1500 Menschen werden aus grauenhaften Lagern in Libyen evakuiert, kommen nach Ruanda und werden dort menschenwürdig untergebracht. Dort macht dann der UNHCR die Asylverfahren. Dieses Programm, gehen Sie auf die UNHCR-Webseite, gucken Sie UNHCR Ruanda, Transitional Mechanism, um Flüchtlinge aus einer, oder Asylsuchende aus einer gefährlichen Lage zu bringen. Die Vorstellung, jetzt vielleicht ein prinzipieller Punkt, die Vorstellung, dass es kein Land außerhalb Deutschlands, Frankreichs und Schwedens und noch fünf Länder in Europa gibt, das für Flüchtlinge sicher ist, und auch keines, das es werden wird in den nächsten 5 Jahren, ist doch die Bankrotterklärung für die Flüchtlingskonvention an sich. Trevor Noah, den Sie vielleicht kennen von der Daily Show, als der die Kritik gesehen hat, und ich teile die Kritik, wenn Großbritannien Albaner oder Syrer nach Ruanda bringen will, das ist absurd. Aber Trevor Noah sagte... Wenn Deutschland das täte nicht... Entschuldigung? Wenn Deutschland das täte... Nein, wenn man Leute aus Sub-Saharan-Afrika, aus Libyen nach Ruanda bringt, dann ist das sinnvoll. Und Trevor Noah sagte, die Vorstellung, dass wir in keinem afrikanischen Land Bedingungen schaffen können, wenn die Regierung das will, man kann ja ein Land nicht zwingen, das ist ja in dem Fall, hat die Regierung Ruandas 2017 angeboten, wir nehmen bis zu 30.000 Flüchtlinge aus Libyen auf, weil wir sehen die Bilder, wir sind dazu bereit. Dass das nicht geht, ich meine, wir sehen, wie europäische Länder sich verhalten. Natürlich liegt es am politischen Willen. Und wenn die Unterstützung da ist, es gibt ein großes Beispiel dafür. Also ganz kurz, vielleicht darf ich nochmal Gerhard Böhmer antworten, dass wir gestern ist ja im Bundestag, da haben Sie auch bei der Anhörung gesprochen, über den Fortgang der Verhandlungen zum gemeinsamen europäischen Asylsystem geredet worden. Es ist sehr unklar, wohin die Reise geht, aber klar ist, Externalisierung ist ein Riesenthema. Da gibt es sozusagen sehr unterschiedliche Stoßrichtungen und auch vieles von dem in Richtung, in die Sie denken, spielt eine Rolle. Und Clara Böhmer, Sie haben das ja verfolgt. Es hat danach unter anderem, wie Judith von Pro-Asyl gesagt, dafür, dass es um europäische Asylpolitik ging, ist erstaunlich viel über Australien gesprochen worden. Also die Befürchtung ist groß, dass solche Modelle mittelfristig dann doch zu australischen Zuständen führen. Sie nicken schon so, ich nehme an, Sie sehen das ähnlich. Ja, also das war relativ erschreckend, dass in der Anhörung dann der Mensch, der sich wahrscheinlich am wenigsten mit Fluchtforschung auseinandergesetzt hatte, aber die politischen rechten Parolen und rechten Bauchgefühle einiger Politiker, sage ich mal, bedient hat, gerade von rechts außen, Curio, aber auch von der CDU, hat dann quasi sehr viele Fragen bekommen, und dann ging es natürlich darum, welche Deals kann man machen, und das wurde völlig unwissenschaftlich argumentiert, und ich finde das auch wirklich aus einer rechtlichen Perspektive, auch was Herr Knaus jetzt hier darstellt, wirklich abenteuerlich und menschenrechtlich sehr bedenklich, weil ich stelle mir das dann irgendwie so vor, dass man dann von der EU-Seite natürlich irgendwie auch Libyen unterstützt. Und dann stelle ich mir so vor, dass eine Person, die von Syrien flieht und dann über die Mittelmeerroute, über Libyen, sich auf ein Boot begibt und dann dort von der libyschen
Küstenwache zurückgepult wird, dann wieder nach Libyen kommt, dort in unmenschliche Lage und von dort aus dann nach Ruanda. Das ist so das Horrorszenario, was ich mir für das Asyl, für das gemeinsame europäische Asylsystem gerade ausmale. Und so wie Sie das darstellen und so wie das gestern auch die Politiker im Innenausschuss dargestellt haben, scheint das eine relativ realistische Option zu sein. Und ich halte das, ich halte das für absolut gefährlich und absolut menschenfeindlich und frage mich auch, ob Sie sich an manchen Stellen Gedanken gemacht haben, wie man konkret Menschenrechte implementieren kann. Weil das ist so, die Argumente, die wir Ihnen jetzt auch gegenüber entgegnet haben, die blättern so irgendwie ab. Und ich frage mich, ob quasi die Regierungen nicht empfänglich sind für, also die müssten ja empfänglich sein für Fragen des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Weil ich muss nochmal verdeutlichen, wir haben ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Wir haben EU-Recht, was ganz klar regelt. Wir haben eine EMRK. Wir haben die Gesetze. Warum werden sie nicht durchgesetzt? Das ist die Frage. Warum wird gegen Griechenland nicht vorgegangen, wenn es Pushbacks durchführt? Und ich kann Ihnen sagen, woran das liegt, weil die EU-Kommission, die von der Leyen sich im März 2020 hinstellt an die Erdgasgrenze und sagt, die Griechenland ist das Schutzschild Europas. Und das bedeutet, dass sie an erster Stelle steht, wenn es um die Entrechtung von Schutzsuchenden geht. Und deshalb, ich verstehe auch und ich glaube Ihnen auch, dass sie nicht wollen, dass Menschenrechte verletzt werden und dass Menschen auch nicht sterben oder ertrinken. Aber sie müssen doch wissen, dass die Akteure, mit denen sie sprechen, dass die das mindestens billigend in Kauf nehmen, wenn nicht sogar ganz oben auf ihre Agenda setzen. Und da ist die EU ein ganz klarer Akteur der Entrechtung, weil die 6-7 Jahre an der Außengrenze in Griechenland, die EU-Kommission war zu jedem Tag präsent. Jeden Tag wusste sie, Menschen sterben dort in Haft, weil sie medizinisch nicht versorgt werden. Kinder machen Selbstmordversuche. Alles mit Wissen und Wollen der EU-Kommission, die das Ganze finanziert. Ich frage mich an dieser Stelle, wie kann man dann überhaupt auf die Idee kommen, mit diesen Akteuren irgendwelche Deals zu formulieren, anstelle zu sagen, wir müssen das bestehende Recht, was ja sehr, sehr viele Grundrechte sichert und auch den Zugang zu medizinischer Versorgung, Zugang zu Recht auf Freiheit, Recht auf Leben, das muss doch enforced werden, das muss doch durchgesetzt werden. Und das ist mit den Deals auf jeden Fall nicht machbar. Aber dann bin ich ja bei Ihnen. Sie haben ja vollkommen recht. Wir haben uns auch dafür eingesetzt, dass sofort nachdem Viktor Orban 2016 ein Gesetz geschaffen hat, das Pushbacks nach Serbien und überall hin aus dem ganzen Land legalisiert, dass die Kommission gegen Viktor Orban vorgeht. Wir setzen uns jetzt dafür ein, dass die Kommission das Gleiche macht bei Polen. Wir setzen uns natürlich auch dafür ein, dass die Kommission in Griechenland EU-Recht durchsetzt. Aber die Realität ist, die Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet. Nach 2 Jahren ging es zum Gericht. Das Gericht hat 2 Jahre darüber gesessen, der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, hat im Dezember 2020 eine glasklare Entscheidung getroffen, die sagt, Ungarn bricht EU-Recht. Und am nächsten Tag hat die ungarische Justizministerin gesagt, ist uns egal, wir machen es weiter. In dieser Situation, und wir kennen die EU, im EU-Recht gibt es nur noch eine Möglichkeit. Die Kommission, die EU ist kein Imperium, die Kommission kann keine EU-Guard da nach Ungarn schicken und was durchsetzen. Das gibt es nicht. Die EU kann nur noch einmal zu Gericht gehen und eine Geldstrafe beantragen. Das hat sie jetzt gemacht. Dieser Fall liegt jetzt wieder bei Gericht. Das wird wieder 2 Jahre dauern. Ich hoffe, und wir setzen uns dafür ein, und ich bin sicher, da sind wir einer Meinung, dass das eine historische Geldstrafe sein soll, weil die Ungarn sogar, die Zahl der Leute, die sie zurückpushen, die werden sogar so fein säuberlich bürokratisch aufgezählt. Das waren in den ersten 5 Jahren 50.000. Ja? Aber die Mittel des EU-Rechts greifen dann, stoßen dann auf Granit, wo die Mehrheit, nein, alle EU-Staaten gemeinsam beschließen, wir sehen keine Alternative. Und das war das Problem in Polen im Herbst 2021.
Ich habe in meinem letzten Buch, deswegen habe ich ein Buch im letzten Herbst nochmal ein Buch geschrieben, weil ich so schockiert war von dieser Entwicklung. Im Herbst 2021 beschließt Polen in aller Öffentlichkeit, nicht wie die Griechen, so halb legal und wir verneinen es und wir machen es nicht, obwohl jeder weiß, dass sie es tun. Öffentlich im polnischen Parlament ein Gesetz, das sagt, wir schicken Frauen, Männer und Kinder, darüber wurde nämlich diskutiert zwischen Senat und Sejm, und Kinder ohne Verfahren in den Urwald, in die Diktatur von Lukaschenka in Belarus zurück. Das Gesetz wurde verabschiedet, es wird angewandt. Der polnische Premier Morawiecki kommt nach Deutschland, gibt in der Bild-Zeitung ein stolzes Interview und sagt, natürlich machen wir Pushbacks. Und in den Tagesthemen oder Tagesschau mit Karin Miosga erklärt dann der deutsche Außenminister, damals Heiko Maas, ja, das ist nicht schön. Ja. Und das Problem war, und da bin ich bei Ihnen, 27 Regierungen, es gab bei dem Treffen nicht eine Regierung, die etwas gemacht hat. So, jetzt ist meine Frage, wir können jetzt natürlich darauf hoffen, dass die Kommission in der Kommission, im Kolleg, wenn sie sich treffen, jeden Mittwoch, eine Mehrheit dafür haben, ein Vertragsverletzungsverfahren zu machen gegen Ungarn, gegen Polen. Die Realität ist aber, und das ist die Angst, die meine Kollegen und mich antreibt, dass wir einen Punkt erreichen, wo die Mehrheit der gewählten Regierungen in Europa, wie die Mehrheit alle australischen Regierungen seit 2013, und ich fürchte, wir haben den Punkt in den USA auch schon erreicht, einfach sagen, geben wir dieses Recht auf. Ja, aber ich kann dir eine Sache kurz entgegnen. Welches Signal setzt man als EU-Kommission, wenn Polen dahergeht im Oktober, dieses nationale Gesetz zur Legalisierung von Pushbacks umsetzt, was ja wenige Monate nachdem die ganze Sache losging passiert ist, ist schon ein Riesenskandal. Aber welche Signale setzt man als EU-Kommission, wenn man dann ein Angebot macht, dass Polen das Flüchtlingsrecht herabsetzen kann, die Grenzverfahren ausweiten kann? Das ist doch das falsche Signal. Wenn man als Kommission auch die ganze Zeit quasi dem Narrativ Migration und Sicherheit, Problem, wenn man diesem hinterherläuft und den ganzen Plänen der Visegrad-Staaten, die nur einen kleinen Teil der EU ausmachen, dann frage ich mich, haben Sie da eigene Interessen? Weil rein theoretisch müsste ja die Mehrheit quasi für den Flüchtlingsrechtsschutz auch eintreten können. Also die Möglichkeit besteht. Aber ich möchte ganz kurz noch eine Frage anschließen, genau an diesem Punkt. Dieser Vorstoß der Kommission, der da 2021 kam und dann jetzt dieses Jahr im Januar mit der Instrumentalisierungsverordnung, wenn er nochmal sozusagen aufgelegt werden sollte, dann gescheitert ist, der ist ja überhaupt nur dadurch denkbar geworden, dass die EU ja tatsächlich faktisch erpressbar geworden ist, indem sie die Grenzkontrollen an die Transitstaaten ein Stück weit abgegeben hat. Es gab drei Beispiele, die genannt worden sind, warum das überhaupt notwendig geworden ist, so eine Regelung vorzuschlagen. Das eine war Polen-Spanien mit dem Grenzzollen Ceuta Melilla, wo auf einmal die Marokkaner gesagt haben, wir lassen sie alle durch und bewachen eure Grenzen nicht mehr. Und Spanien sich in Nöten plötzlich sah. Das andere Beispiel war die Situation, die jetzt zweimal angesprochen wurde, Ägäis, Griechenland, Türkei, als dann Erdogan Februar 2020 gesagt hat, wir lassen jetzt alle rüber und dann sollt ihr mal sehen, wenn ihr nicht tut, was ihr wollt. Und das dritte war eben Polen, Belarus. Wenn man immer weitergeht und sich sozusagen mit immer mehr Transit- und Nachbarstaaten bei der Migrationskontrolle und beim Grenzschutz einlässt, macht man sich dann nicht immer noch erpressbarer? Ja, ich glaube, ich würde das auch gerade gerne ein bisschen auf eine andere Ebene heben, weil ich glaube, wir können jetzt noch stundenlang darüber reden. Ich kann mir das kurz damit noch eine Runde fürs Publikum an. Ja, genau. Das will ich nicht tun. Ich glaube, ich habe noch sehr viele Punkte gegen diese Deals, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir von diesen Deals jetzt wegkommen und uns genau solche Fragen stellen. Denn sie geben immer wieder an, zum Beispiel beziehen sich auf Orban und sagen, da ist eine Angst vor Migration da. Und die Angst vor Migration ist das Problem, darum müssen wir Angebote machen, die auch dieser Angst vor Migration entgegenkommt und eine Lösung für alle verspricht. Darum bieten wir Deals an. Das funktioniert so nicht. Denn Sie können sich mal weiter nach rechts ziehen lassen, dann können Sie aber keine Gesellschaft schaffen, wo noch die Genfer Konvention in irgendeiner Form existiert. Und wenn Sie mit dieser Politik fahren, dass Sie bedienen, dieses Bild von Migration ist eine Gefahr für unsere Gesellschaft, natürlich ist man dann erpressbar. Polen hätte locker die Ukraine, wir haben gerade die Massenzustromsrichtlinie aktiviert für ukrainische Geflüchtete, kein Problem. Es sind endlos viele Menschen so gerettet worden. An der Grenze nebenan zu Belarus haben wir einen brutalen Grenzzaun,
Da wird gesagt, ja, weil Menschen visafrei nach Belarus einreisen können, werden sie auf einmal als Waffen instrumentalisiert, was für ein Blödsinn. Und dort wird dann versucht, mit der Instrumentalisierungsverordnung in den GIAS-Verhandlungen Recht zu untergraben. Und ich glaube, das funktioniert eben nur, wenn wir uns auf diese Schiene einlassen und überhaupt sagen, okay, Migration ist ein Problem, wir werden durch Migration, wenn Menschen versuchen, eine Grenze zu überqueren, werden wir angegriffen, werden wir erpressbar. Überhaupt dieses Bild schon so zu haben, macht ein Europa verwundbar. Das heißt, es ist wichtig, sich einfach in ein völlig anderes Verhältnis zu setzen und dieses Wir und die anderen, die Gefährlichen von außen aufzubrechen und einfach diese Angst, die vor Migration besteht, wenn Europa das nicht vor sich hertragen würde in dem Maße, und das ist auch das, was ich mir von Ihnen wünsche als Politikberater, der doch auch recht einflussreich in diesen Themen ist, sich dann eben nicht weiter nach rechts ziehen zu lassen, sondern eben einfach darauf nicht mitgehen, wenn es Politiken gibt, die klare Rechtsbrüche verursachen. Und ich glaube, was wichtig ist, ist einfach, dass wir Medico International steht schon immer für das Recht zu kommen, zu gehen und zu bleiben. Das ist kein Problem, wenn Menschen sich frei bewegen können, ohne dass man sie als eine Bedrohung wahrnimmt. Ich glaube, das muss man eben sehen. Und ich glaube, Migration ist eine soziale Realität und Migration werden wir auch so schnell nicht abschalten, und das ist auch gut so, denn Migration ist auch die Mutter aller Gesellschaften. Und ich glaube, wenn wir einfach aufhören, Angst vor Migrantinnen zu haben, dann sind wir ein ganzes Stück weiter und müssen auch gar nicht mehr an Deals rumdoktoren und hoffen, dass sich durch diese Deals irgendwelche erst durch Zahlenrechenspiele kreierten Probleme lösen lassen. Denn wenn man erst die Probleme schafft, dann muss man die Probleme auch irgendwie lösen. Vielen Dank. Mich würde schon noch interessieren, was ihr zu der Erpressbarkeit sagt, aber wir wollen noch einmal die Runde hier aufmachen fürs Publikum. Ich würde sagen, wir sammeln vielleicht drei kurze Fragen und vielleicht findet ihr dann noch die Zeit, bevor Sie gleich dann los müssen, darauf noch kurz zu antworten. Dahin ist eine, bitte. Ich glaube, er hat sich zuerst gemeldet. Die Frage bitte für dich kurz halten, sonst ist die Zeit erlaubt. Ich werde es versuchen, kurz zu halten. Bitte machen. Ja, 2015 war der Krieg gegen die Städte schon im Gang in der Türkei. Da wurde Can Dündar war festgenommen worden. Man hat gesehen, dass hier die Türkei in den Krieg in Syrien massiv verstrickt ist und auch Unterstützung der IS. 2011 wurde die Türkei massiv die libyschen Rebellen unterstützt, die Gaddafi gestürzt haben. Und damals war Gaddafi, um ihnen das loben zu wollen, also die Menschen, die ich kennengelernt habe, geflüchtet am Oranienplatz, ein großer Held, weil viele Menschen aus dort friedvoll ihre Arbeit finden konnten und dann aber vertrieben wurden. Wie kann man das außer Acht lassen, einen Deal mit so einem Regime zu schließen, das die Menschenrechte mit Füßen tritt, eine neo-osmanische Außenpolitik vertritt? Das ist doch von Anfang an zu scheitern verurteilt. Ich hoffe, ich war zu lange. Nein, vielen Dank. Dankeschön. Dann hat sich da hinten her gemeldet und hier vorne der ersten Reihe. Ja, leider hat sich jetzt keine Frau. Gender Balance. Darfst du noch einen Moment? Ich meinte, wenn ich an der Hände mit dem Boden überliege. Die Veranstaltung heißt doch, lässt sich Migration managen? Wenn ich die Diskussion recht verstanden habe, sind die beiden Damen der Meinung, sie lässt sich nicht managen. Und Herr Knaus ist der Meinung, man kann versuchen, sie zu managen. Also mit Migrationsdiplomatie, dieser Begriff gefällt mir etwas besser. Also schlichtweg an die beiden Damen, meinen Sie, dass sich Migration eben nicht managen lässt, dass es sozusagen nur darauf ankommt, dass wir eine Stimmung in Europa produzieren, dass Migranten gekommen sind? Dankeschön. Dann dort und da, vielleicht gerade was? Ich mache es ganz kurz, ich würde nur fragen, man sieht ja an der Ukraine, dass die reine Zahl nicht das Problem ist, sondern die Einstellung dazu. Ich würde da dem Podium recht geben, dass das eine Frage auch der Einstellung ist. Wenn der politische Wille da ist, ist da die Möglichkeit, dass das vielleicht auswirkt und tatsächlich eine Zeitenwende ist auch für andere Flüchtlingsgruppen? Hier vorne in der ersten Reihe. Ja, ich versuche es auch mal kurz zu machen. Die Diskussion hat sich bis jetzt ja zumindest auch hier auf dem Podium um das Asylrecht gedreht. Ich glaube, egal ob Deals gemacht werden oder nicht, die Leute werden kommen. Also ich reise lange Jahre nach Afrika.
Afrika ist es eine unvorstellbare Armut. Die wollen besser leben, sie wollen arbeiten und sie werden kommen, egal was gemacht wird an Deals, an versuchen die Leute von der Einwanderung abzuhalten. Und insofern denke ich, sollte es etwas geben, was eben schon gesagt wurde, dass man sagt, ja, kommt, wir brauchen euch und wir kümmern uns darum, dass ihr integriert werdet und dass ihr auch bei uns arbeiten könnt. Das vielleicht mal jetzt nur ein kurzer. Vielen Dank, Herr Klaus. Neo-osmanische Außenpolitik, Zeitenwende durch die Aufnahme der Ukraine-Flüchtlinge, Anreize, legale Wege, so wie Sie verstanden. Und nochmal die Frage, macht man sich nicht immer weiter erpressbar, wenn man Migrationsabkommen schließt? Also ganz kurz, ich halte diese wissenschaftlichen oder als meine Politikwissenschaftlerin, keine Migrationsforscherin, die diese Idee von Migrationswaffen in die Diskussion gebracht hat, für extrem gefährlich, denn dadurch werden tatsächlich Menschen zu Dingen gemacht. Und wir wissen, dass zum Beispiel die Juden, die 1938 nach dem Anschluss Österreichs aus Wien fliehen mussten, damals von der Gestapo an die Schweizer Grenze gebracht wurden. Die wurden ausgeraubt, an die Grenze gebracht, und damals war die Politik des Dritten Reiches, die in die Schweiz zu schicken. Also die wurden instrumentalisiert, trotzdem waren sie Flüchtlinge, die fliehen mussten. Und das Problem, die Tragödie damals war, dass die Schweizer Politik, die letzte Demokratie mitten in Europa, damals darin bestand, die Leute durch Pushbacks zurückzuschicken. Das war die Politik von 38 bis 45. Und deswegen haben wir die Flüchtlingskonvention 51, auch in der Schweiz, auch in Genf, damals beschlossen, die sagt, es kommt darauf an, ob Menschen in Gefahr sind und dann darf man sie nicht zurückbringen. Sie dürfen sich nicht aussuchen, wo sie Schutz bekommen, das steht da nicht, aber wenn sie irgendwo sind, dann darf man sie nicht in die Gefahr zurückstoßen. Daher ist diese ganze Instrumentalisierungsdebatte, halte ich für extrem gefährlich und ich bin froh, dass das hoffentlich auch nicht eine Mehrheit in der EU findet. Aber zur Türkei, Sie haben vollkommen recht, ich habe selbst viele Jahre in der Türkei gelebt, ich kenne Menschen sehr gut, die in der Türkei jetzt am Gefängnis sind, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Das ist die eine Wirklichkeit. Aber die zweite Wirklichkeit ist, dass in den letzten 10 Jahren die Zahl der Flüchtlinge vor der Ukraine-Krise in der Welt, die der UNHCR erzählt, Flüchtlinge, also Leute, die über die Grenze gegangen sind und Schutz bekamen, weltweit um 10 Millionen gestiegen ist zwischen 2013 und 2021. Und von den 10 Millionen hat die Türkei ein Drittel aufgenommen. Die Türkei hatte für Jahre eine offene Grenze. Und die Sorge, die ich jetzt mache, und das ist eine ganz andere, große Diskussion, ist, dass erst vor 2 Wochen ein Mann, von dem, glaube ich, viele hier und viele in Deutschland hoffen, dass er die Wahlen gewinnt, Kemal Kılıçdaroğlu, nach Reyhanlı ging an die Grenze zu Syrien, beim Grenzübergang, und dort gesagt hat, meine Priorität ist es, wenn ich Präsident bin, dann schicke ich die Syrer in 2 Jahren nach Syrien zurück. Ich gehe zu Assad und mache ein Abkommen mit ihm. Das ist seit Monaten eines der zentralen Versprechen der türkischen Opposition. Und da wird es dann schwierig. Das sind die Leute, die Can Dündar verteidigen, das sind die Leute, die das erdoğanische Präsidialsystem abwickeln wollen, das sind Leute, die sagen, wir wollen wieder Menschenrechte einführen und gleichzeitig verspricht er in jeder Rede, und wenn Sie die türkischen Medien verfolgen, sehen Sie das, das Zweite, was er versprochen hat, alle die, die irregulär aus dem Iran in die Türkei kamen, werde ich zurückschicken. Und jetzt ist... Aber es ging auch darum, dass die Türkei Fluchtursachen hervorruft durch ihre Kriege. Ja, aber die Türkei hat auch 3,5 Millionen Syrer aufgenommen. Und wenn man in Gaziantep sieht, was das bedeutet, 10% der Bevölkerung, die dort in die Schulen gehen, die dort in die Kliniken gehen, dann kann man natürlich sagen, es ist nicht gut genug. Aber ich sage nochmal, es gibt ganz wenige Länder der Welt. Und jetzt kommen wir zum Schlüsselproblem. Wir haben ein vollkommen, also darüber habe ich nicht nur ein Buch geschrieben, sondern Sie finden, wenn Sie das suchen, die Dinge auch online, da brauchen Sie das Buch nicht kaufen. Die Zahlen. Wir haben in den letzten Jahren weltweit kaum noch Menschen gehabt, die über Grenzen gekommen sind und als Flüchtlinge anerkannt wurden. Von Ende 2017 bis Ende 2021, schauen sie sich die UNHCR Global Transports an, ist die Zahl der Flüchtlinge in der Welt von 19,9 auf 21,3 Millionen gestiegen. In 4 Jahren 1,4 Millionen mehr Flüchtlinge. Und davon die größte Zahl in der Türkei und in Deutschland. Warum? Weil in den 1,4 Millionen zusätzlichen Flüchtlingen, und das sind die einzigen UNHCR-Zahlen, die wir haben,
sehr, sehr viele Kinder sind, die geboren wurden. Also in der Türkei werden jedes Jahr 100.000 syrische Kinder geboren und die werden natürlich zusätzlich gezählt. So, was bedeutet das? Dass wir ganze Kontinente haben, wie in Asien, wo überhaupt niemand mehr über die Grenze kommt oder als Flüchtling anerkannt wird. Das Problem ist tatsächlich, dass in den letzten Jahren entgegen der Kommunikation vieler die allermeisten Flüchtlinge in Europa aufgenommen wurden und jetzt mit den Ukrainern noch mehr. Und das ist gut so. Europa hat hoffentlich diese Lehre gelernt. Darum ist es so dramatisch, wenn in Europa 27 Regierungen mit all den Argumenten, die wir kennen, sagen, wir Europäer können uns das nicht mehr leisten und wir setzen das aus. Kann man es managen? Ich habe schon gesagt, das Schlimme ist ja, dass Australien null Boote hat. Es kommen keine Boote mehr. Diese brutale Politik hat dazu geführt, dass seit 2014 keine Boote mehr in Australien ankommen. Israel hat keine Flüchtlinge mehr, seit es seinen Zaun an der Grenze zu Ägypten fertig gebaut hat. Da kamen 60.000 Menschen aus Eritrea und aus dem Sudan, aus Darfur vor allem, also offensichtlich Menschen, die Asylgründe hätten. Israel hat die Flüchtlingskonvention unterschrieben, ist, wie wir jetzt auch sehen, immer noch ein Staat, in dem es Gerichte gibt. Darum protestieren die Leute, weil sie die behalten wollen. Aber diese Gerichte haben die Flüchtlinge nicht geschützt und die Idee der israelischen Regierung war, die bezeichnen wir als Eindringlinge. Und damals gab es schon ein wirklich zynisches Angebot an diese Menschen. Man hat ihnen gesagt, wir verhaften euch für 2 Jahre irgendwo in der Wüste oder ihr fahrt freiwillig, unterschreibt das bitte, über Ruanda und macht euch auf den Weg nach Europa. Aber Israel hat das Problem gelöst. Problem. Es kommen keine Flüchtlinge mehr nach Israel. Die meisten Staaten der Welt, und Polen übrigens auch, es kommen kaum noch Menschen über Belarus, weil der Zaun gebaut wurde und die Politik der Gewalt die Zahlen reduziert. Also die Frage ist nicht, können wir Migration managen? Die Tatsache, dass wir so wenige Flüchtlinge in der Welt haben, zeigt uns, dass die meisten Staaten der Welt. Die Frage ist, können wir sie mit humanen Methoden, die im Einklang stehen mit den Werten der Menschenrechte und der Flüchtlingskonvention managen? Und darauf versuchen meine Kollegen und ich eine Antwort zu geben, ja. Jetzt kann man sagen, das ist Don Quixote, das wird nicht funktionieren. Aber meine Angst ist, wenn es nicht funktioniert, dann ist die Antwort der meisten Demokratien und der meisten Staaten der Welt, dann machen wir es inhuman. Und warum fürchten sich Leute vor so kleinen Zahlen? Es ist total irrational. Sie haben vollkommen recht. Weil die Angst dahinter steht, die auch über diese Zahlen, die falschen Zahlen geschaffen wird, dass wenn wir bei einer kleinen Zahl, diese paar tausend Menschen, die über den Irak, über Belarus kamen, Morawiecki gab, wieder in der Bild-Zeitung in einem Interview, hat er gesagt, wenn wir die paar tausend nicht stoppen, dann kommen 50 Millionen. Und darum halte ich es für gefährlich zu sagen, wir können Migration gar nicht stoppen. Weil das erzeugt den Eindruck, dass wir es hier mit Millionen, 10 Dutzend Millionen, 100 Millionen zu tun haben. In Wirklichkeit sind die meisten Grenzen der Welt heute leider durch Gewalt geschlossen. Und die Frage ist also eine andere. Und vielleicht kann Herr Knaus, ich muss leider mal zwischenrufen, die Zahlen, die Sie da uns präsentieren zu Geflüchteten. Also in Polen sind jetzt einfach 1,5 Millionen... Ja, ich habe gesagt, vor der Ukraine. Aus der Ukraine, das weiß jeder. Und Sie sagen, nach Polen kommen keine Flüchtlinge mehr, die Grenzen sind... Nein, nicht. Sie haben da haben Sie nicht genau zugehört oder ich war nicht klar. Ich habe sehr genau zugehört und ich finde diese Zahlen, dieses Zahlenspiel von Ihnen wirklich unerträglich, weil es entspricht den Tatsachen überhaupt nicht. Ja, dann geben Sie mir Ihre E-Mail, ich schicke Ihnen die offiziellen Statistiken von UNHCR und ich habe extra gesagt, natürlich ist die größte Fluchtbewegung seit den 40er Jahren in Europa die Millionen Ukrainerinnen, die in den letzten Jahren seit Februar 2022 in der EU einen Antrag auf temporären Schutz gestellt haben. Da haben Sie vollkommen recht. Das stellt alles in den Schatten, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Und vielleicht kommen wir da auf einen Schlüsselpunkt. Statistiken. Ich habe noch etwas. Jede Statistik ist ein Menschenleben. Ich habe noch etwas nachzufüllen. Ihr Beispiel von Gambia. Gambia ist auf einmal eine Demokratie und die Leute müssen zurückgeschickt werden. Dann ist Deutschland auf einmal 1945 ein Kriegsverlierer und eine Demokratie und müssten Millionen eine Million Juden aus den USA müssen zurückgeschickt werden in das Land, was sie tödlich verfolgt hat. Ist das? Ist,
Kann man das miteinander vergleichen oder kann man das nicht miteinander vergleichen? Es geht um Menschlichkeit und dieses Wort nehmen Sie heute Abend null in den Mund und das finde ich sehr schade. Ich habe absolut falsch, was Sie da hinten sagen. Entschuldigen Sie, ich verstehe Sie nicht, Sie haben mir nicht zugehört, vielleicht bin ich nicht klar genug gewesen. Wir setzen uns dafür ein, dass die Gambier, die jetzt in Deutschland sind, hier bleiben können, im Namen der Menschlichkeit. Dass derzeit deutsche Institutionen und Gerichte im Einklang mit allen Gesetzen und nach Verfahren sagen, es gibt heute in Gambia keine Verfolgung mehr und es wird niemand mehr politisch dort verfolgt. Dass sie ausreisepflichtig sind, ist nicht meine Entscheidung. Verstehen Sie? Aber wir setzen uns dafür ein, nur worum es wirklich geht, wir haben ein anderes, und bei den Zahlen, wenn wir darüber reden, dass es ein Problem ist, wenn viele Menschen sterben, dann macht es einen Unterschied, ob 1000 oder 100 Menschen ertrinken in einem Jahr. Es macht doch einen Unterschied, ob wir 10.000 oder 100.000 Menschen Schutz gewähren. Und in meinem Buch beschreibe ich eine der großen Episoden der internationalen Fluchtgeschichte, als mehr als 2 Millionen Menschen legal aus Südostasien in Demokratien gebracht wurden, damals im Zuge der vietnamesischen Bootsflüchtlinge. 2,2 Millionen Flüchtlinge durch Resettlement. Nur damals hat der UNHCR tatsächlich Folgendes gemacht. Es gab Einigungen mit Vietnam. Vietnam nimmt die zurück, die nach einem Verfahren in Malaysia, in Hongkong, in den Philippinen oder in Indonesien keinen Schutzgrund hatten. UNHCR überwachte diese Verfahren. 80.000 Menschen wurden zurückgeschickt. Dafür haben europäische Demokratien, Australien, Amerika, Kanada gesagt, alle anderen nehmen wir auf. Dafür setzen wir uns ein, mehr Flüchtlingen legale Wege zu öffnen. Und dass die Ukrainer in großer Zahl, ja in einer unbegrenzten Zahl, je nachdem wie viele kommen wollen, in die EU einreisen können, liegt daran, dass die Visapflicht für Ukrainerinnen und Ukrainer aufgehoben wurde. 2017. Und dafür haben meine Kollegen und ich uns jahrelang eingesetzt. Wir kämpften seit 15 Jahren dafür, die Visapflicht aufzuheben für die Westbalkanländer, für Georgien, für die Ukraine, für Moldau. Und wir kämpfen jetzt dafür, dass die EU die Visapflicht für afrikanische Länder aufhebt. Nur wir wissen, wenn wir Innenminister, und das muss eine Mehrheit der Innenminister in der EU entscheiden, die Visapflicht aufzuheben, für Marokko, für Senegal, für Tunesien, dass wir dann die Innenminister überzeugen müssen, dass das nicht dazu führt, dass dann Millionen irregulär kommen. Aber der Kampf für mehr legale Mobilität, wo weniger Menschen sterben, da stehen wir auf der gleichen Seite. Und der Unterschied liegt darin, dass manche von Ihnen aus ihren Erfahrungen vor Ort nicht daran glauben, dass es möglich ist, auf griechischen Inseln für 4.000 Leute faire Verfahren zu machen, oder in der Türkei, oder in Tunesien, oder in Ruanda. Und dass ich aber fürchte, wenn wir zu dem Schluss kommen, dass das einfach nie gehen wird, dass wir dann eigentlich die Flüchtlingskonvention als globalen Standard aufgeben und damit den Organs dieser Welt die Tür öffnen. Vielen Dank, aber die Frage war noch an die beiden anderen Mitdiskutanten hier, ob das Migrationsmanagement machbar ist, praktikabel ist vielleicht. Valeria Hensel, möchtest du da auch noch antworten? Müssen Sie noch? Ja. Oder? Nee, Sie haben gerade gesagt, ich wollte jetzt nicht, ja, dann waren Sie noch gern bei uns. Gut, ganz knapp dann, bevor Sie gehen. Ich würde sagen, mal als ein Beispiel, die Situation mit der Ukraine, Aktivierung der Massenzustromsrichtlinie ist das absolut allerbeste Zeichen, wir brauchen Migration dann gar nicht zu managen. Denn die Situation, die wir aktuell haben, ist, dass wir ohne Haft, ohne extremen bürokratischen Aufwand, ohne Hin- und Herschieben von Menschen und ohne technokratische Lösungen und Gefängnisse tatsächlich schaffen, dass Menschen sich über Grenzen bewegen können. Und aktuell, ich war gerade vor 2 Wochen an der ukrainischen Grenze, gerade haben wir pro Tag ungefähr 1000 Leute, die nach Polen über die Grenze gehen aus der Ukraine und 1000 Leute, die zurückgehen. Und es gibt viele Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, die jetzt wieder nach Polen gehen, die da bald wieder hingehen werden. Wir haben das in allen globalen Konflikten. Und nur wenn wir mit Asylrecht Menschen fixieren, dann lösen wir einfach eine Bewegungsfreiheit auf. Und dann müssen wir auch anfangen, rumzuingenieren und versuchen, die von A nach B zu schicken, was aber eine neokoloniale Praxis ist. Weil wir können nicht früher sagen, haben wir irgendwie aus von Europa aus Grenzen durch den afrikanischen Kontinent gezogen, wie es nach Lust und Laune, und heute werden Menschen hin und her geschoben nach Lust und Laune. Ich glaube, das kann nicht eine Lösung sein, sondern wir sehen, es ist nicht notwendig, diese Lösung so zu machen. Und wenn wir
dann aber trotzdem sehen, es gibt globale Krisen und es gibt Gründe, warum Menschen sich bewegen müssen und wir möchten daran in irgendeiner Form etwas ändern, nicht weil Migration ein Problem ist, sondern einfach damit Menschen eine Lebensgrundlage haben, dann ist es wichtig, auch in dieser Politik, die Sie als Migrationsberater machen, darauf hinzuweisen, nicht in Form von Fluchtursachenbekämpfung, in Form von Aufrüstung von Diktaturen und anderen autokratischen Staaten oder EU-Grenzschutz, sondern dann muss es darum gehen, dass einfach eine großflächig gedachte Politik der globalen Ungleichheitsbekämpfung eingesetzt wird. Es muss um Klimapolitik gehen, es muss um Fragen von fairen Handelsabkommen gehen, es muss um ganz viele andere Aspekte gehen, die dazu führen, es muss um Kriegseinsätze gehen, es muss um Rüstungsindustrie gehen, also einfach die ganzen großen Fragen müssen mit einbezogen werden und es darf nicht suggeriert werden, dass man innerhalb von wenigen schnellen Schüssen durch ein Hin- und Her-Management das Problem löst. Abgesehen davon, dass man die Problemdefinition anders schützt. Vielen Dank. Ob Sie darauf antworten mögen. Ich muss mich verabschieden, weil sonst steht der moldawische Außenminister vor meiner Tür. Meine kleine Tochter muss ihn reinlassen. Vielen Dank. Das ist übrigens ein Land, das 70.000 Ukrainer aufgenommen hat. Ärmste Land Europa, 2,4 Millionen Einwohner, also brauchen wir die Unterstützung. Vielen Dank für Ihre Geduld und vielen Dank für die Einladung. Ja, danke. Wir machen jetzt hier noch ein bisschen zu dritt in der Runde weiter. Noch die offene Frage an Clara Bünger. Wie ist es mit dem Migrationsmanagement? Valeria Hensel hat eigentlich schon alles gesagt. Das gute Beispiel im Umgang mit ukrainischen Flüchtlingen. Und da möchte ich insbesondere auch noch mal darauf verweisen, dass gerade die Bewegungsfreiheit ja den Menschen wirklich sehr viel Würde und Selbstanerkennung das konnten sie behalten und ein gutes Beispiel war dann auch Berlin, die gesagt haben, sie heben den Lagerzwang auf. Wir fordern das übrigens für alle Bundesländer in Deutschland und denken, dass da Berlin wirklich als gutes Beispiel vorangegangen ist und dass gerade der Umgang mit ukrainischen Geflüchteten, wo es, also sie sagen managen, es geht ja schon darum, dass man organisatorische Unterstützung leistet für die Geflüchteten, ne? Also in den Kommunen und in den Ländern. Und das muss natürlich für alle Flüchtlingsgruppen gelten. Also da habe ich dem nichts hinzuzufügen. Ja, genau. Ich glaube, sonst die Frage, was man unter dem Begriff Management fasst. Und Management im engen Sinne von auf Zahlen basierte Deals, ich glaube, darauf bezog sich meine Antwort. Was natürlich nicht bedeutet, dass es nicht Unterstützungsangebote bedarf. Ja, vielen Dank, Kero. Es gibt da hinten eine Vorbereitung. Mich würde noch mal interessieren, denn das ist auch meine Angst, dass immer mehr Staaten mit demokratischer Mehrheit entscheiden, die Grenzen absolut dicht zu machen. Was können wir unternehmen, damit das nicht immer breiter wird? Denn das ist ja ein wichtiger Punkt, der auch mit angegriffen wurde. Und meine Angst ist wirklich, dass dann, wenn nur noch eine schmale Gruppe von Staaten da ist, die wirklich Menschenrechte versucht zu wahren, dass auch dort die Stimmung kippen kann. Und wir haben ja den Trend, nicht nur in der EU, sondern weltweit, dass Grenzen dicht gemacht werden und damit Menschenrechte aufgehoben werden. Und das, denke ich, in unserer Diskussion, hier muss man auch mal damit auseinandersetzen, und zwar in Staaten, wo es mehrheitlich von der Bevölkerung gebilligt wird, diese brutale Vorgehen. Wie kann man dagegen vorgehen? Oder was kann man machen, um das zu ändern? Vielen Dank. Vielleicht können wir jetzt noch mehr Fragen, bitte einmal sammeln. Klären wir hinten in der vorletzten Reihe. Endlich eine Frau. Genau, ich hätte eigentlich auch gerne noch eine Frage an Herrn Knaus gestellt, aber jetzt gerne natürlich auch an euch. Und zwar ist es nicht eine Einladung dazu für andere Staaten, also wie jetzt zum Beispiel die Türkei, aber auch Staaten wie Jordanien oder Tunesien, die ebenfalls andere Zahlungen in anderen Deals bekommen haben, ist es nicht eine Einladung dazu, die Situation, die humanitäre Lage der Geflüchteten noch mehr zu verschlimmern und die Zahlen aufzubauschen, um den Druck und die Geldforderungen zu erhöhen? Und dann noch die zweite Frage. Kann ich ganz kurz vielleicht die erste Frage ein bisschen erzählen? Was genau ist nicht eine Einladung? Ist es nicht eine Einladung, wenn man diese Deals eingeht, dass man diese Transitstaaten sozusagen dazu veranlasst, die humanitäre Lage
der Geflüchteten zu verschlimmern und die Zahlen zum Beispiel aufzubauschen, um damit höhere Summen einfordern zu können oder mehr im Gegenzug, wie zum Beispiel die Visaerleichterung. Und die andere Frage oder der andere Punkt war, Herr Knaus hatte ja gesagt, Moria war die Hölle, weil es keine Polizei und keine Sicherheit gegeben hätte. Das fand ich ein bisschen lustig. Ja, dazu würde ich gerne nochmal eine Stimme hören, weil ja die libysche Küstenwache zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel dafür ist, dass die Versicherheitlichung nicht unbedingt zu der Einhaltung der Menschenrechte sozusagen für Geflüchtete führen kann. Genau, Dankeschön. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Die Diskussion ist bisher extrem interessant und gleichzeitig frage ich mich ein bisschen auch manchmal die Sichtweise auf diese Diplomatie, die Migrationsdiplomatie vielleicht nicht auf beiden Seiten ein bisschen zu einseitig ist. Weil eine Sache ist, einen Deal zu machen, wo tatsächlich viel Geld fließt, und zwar in sehr intransparenter Weise, und dann beispielsweise in der Zusammenarbeit mit Libyen tatsächlich auch das Problem verschlimmert. Eine andere Sache ist, mit Staaten zusammenzuarbeiten, an zum Beispiel Visa-Erleichterungen im Gegenzug zu tatsächlicher Zusammenarbeit, bei Rückführungen, wo die Ausweisbescheide ja auch durch alle Gerichte durch sind, wo Menschen tatsächlich in so einer Situation, die aussichtslos ist, wenn man nicht über Legalisierung denkt. Also es gibt ja auch einen Rahmen, wo die Zusammenarbeit mit Demokratien oder Staaten, die einigermaßen sicher sind, irgendwie auch möglich sein muss. Und natürlich trotzdem in Gewährleistung von Transparenz, was die Mittel und auch den Schutz auch von Entwicklungszusammenarbeit, also diese Übernahme von diesen verschiedenen Politikbereichen durch diesen Rückführungswahnsinn ist ja schon durchaus ein Problem. Und andererseits ist die Migrationsdiplomatie auch mehr als nur das. Vielen Dank. Vielleicht erstmal die Frage mit der Erosion der Akzeptanz von Menschenrechten, die ja faktisch zu beobachten ist. Wie kann man dem Fall begegnen? Ja, eine sehr wichtige Frage, die Sie gestellt haben. Und ich habe in der letzten Woche am Freitag über die Urbanisierung Griechenlands gesprochen. Und das war auch eine sehr interessante Diskussion, weil ich sehe schon, dass Viktor Orban und Ungarn da quasi eine sehr entscheidende Rolle spielt bei der Frage der Entrechtung von Schutzsuchenden, bei der Frage der Narrativverhärtung von Migration ist ein Sicherheitsproblem. Und ich denke, es ist wichtig, dass man das genau analysiert, was dort passiert und was Orban ja macht und was auch Mitsotakis in Griechenland macht, ist, dass er systematisch bestimmte Konzepte wie die Nation, aber auch Migration als Sicherheitsrisiko verwendet, um seine eigene Machtstrukturen zu erweitern. Und das Ganze passiert auf ganz verschiedenen Ebenen. Das passiert, indem man Pressefreiheit einschränkt, indem man NGOs entrechtet, indem man Flüchtlinge kriminalisiert, aber auch ihnen auch aller Rechte beraubt. Und diese systematische Entwicklung, da ist die Frage der Migration ein Teil und aber ein sehr zentraler Teil, um zu einem autoritären Staat hinzukommen. Und das sehen wir, diese Tendenzen sehen wir eben auch in Griechenland. Und ich denke, dass ein Punkt natürlich auch ist, dass wir dagegen arbeiten müssen, die Zivilgesellschaft unterstützen müssen, das Narrativ angreifen, warum Migration eben kein Sicherheitsproblem ist, sondern etwas ganz Normales. Und dass man auch verstehen muss, dass mit dem Narrativ Migration als Sicherheitsproblem sehr viel Geld gemacht wird in der EU. Frontex erhält sehr viel Geld, es wird viel Geld in Drohnen investiert, das heißt, da stehen sehr viele unternehmerische Interessen dahinter, das auch vorzutreiben. Ich glaube, wir müssen das einfach im Hinterkopf behalten bei den Entwicklungen und uns stets quasi verletzen, als Zivilgesellschaft verstärken und Sichtbarkeit schaffen.
Sichtbarkeit für die Schicksale der Geflüchteten, aber auch der NGOs und der Menschen, die unter dieser Politik leiden. Deshalb denke ich, dass die Dinge da zusammengedacht werden müssen und nicht allein für sich stehen. Ja, ich finde ganz genau, ich würde dem absolut zustimmen. Ich glaube, wir haben hier ein Problem mit Autoritarismus, Nationalismus und einer Rechtsverschiebung innerhalb der EU, dass man sich längst nicht auf die Migrationsfrage begrenzt, sondern wo es einfach ganz, ganz dringend notwendig ist, dagegen politisch vorzugehen. Und darum haben wir uns auch mit dem Herrn Knaus, der jetzt abwesend ist, unterhalten, weil er eben auf diesem Krisennarrativ aufsetzt und sagt, okay, wir haben diese Bedrohung, wir haben diese Krise, wir müssen das jetzt lösen, dann machen wir halt einen Deal, der ist zwar menschenrechtlich suboptimal und ist zwar komplett gescheitert beim EU-Türkei-Deal, aber schwamm drüber, wir machen dasselbe Modell einfach mit wem auch immer, mit anderen Staaten. Und ich glaube, wenn wir uns von einem Krisennarrativ zum nächsten hangeln und immer wieder glauben, wir müssen jetzt das Problem der Migration lösen, dann kommen wir automatisch in solche Gewässer. Und darum ist es auch ganz, ganz wichtig, wie jetzt bei den anstehenden Gesetzesentwürfen zum Europäischen Pakt für Migration und Asyl, der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Wir werden jetzt Gesetzesänderungen werden jetzt eingeführt, die einfach die nächsten Jahrzehnte der Politik bestimmen werden und die dazu führen können, wenn sie denn so umgesetzt werden, wie sie gerade diskutiert werden, dass wir wirklich dramatische Rechnungen von Menschen haben werden, für was für ein Problem, weil ein paar Menschen eine Grenze überqueren wollen. Das ist wirklich etwas, wo wir einfach sehr genau hingucken müssen, auch wenn es in eine humanitäre Logik gekleidet ist und vermeintlich präsentiert wird als die einzige Möglichkeit, zum Beispiel ungewaltige Pushbacks zu stoppen. Also wenn man irgendwie vor eine Alternative gesetzt wird und nur hört, okay, entweder Menschen werden ermordet an der Grenze oder sie kommen halt in Lager und werden weggemanagt, dann muss man überlegen, okay, haben wir nicht doch noch andere Alternativen? Und die dann auch politisch stark machen. Und zwar sowohl auf einer analytischen, politischen Ebene, was Gesetzesentwürfe und Debatten angeht, als auch natürlich im Alltag einer solidarischen Praxis. Dankeschön. Es gab hinten noch zum einen die Frage, inwiefern man Anreize schafft für die Transitstaaten, die Verhältnisse so künstlich schlecht zu gestalten für die Ankommenden oder für die Menschen im Transit, um zusätzliche Hilfen abzugreifen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die zweite Frage nach der Versicherheitlichung, also inwiefern Sicherheitsakteure, Küstenwache, Polizei, Grenzschutz durch solche Deals sozusagen aufgewertet werden und zusätzliches Risiko für die Sicherheit der Menschen im Transit darstellen. Vielen Dank für die Frage und eigentlich ja auch schon die richtige Analyse. Ich habe das jetzt so verstanden, dass das quasi eine Einladung dazu ist, auch quasi jetzt an die EU und gleichzeitig also ein Erpressungsmittel zu liefern. Also dass man quasi als Dealpartner, als Land dann quasi an den Gegebenheiten rumschrauben kann. Und ich denke, eine Sache ist entscheidend. Die Frage der Jurisdiktion ist ja total wichtig dabei, weil wenn es Deals mit anderen Ländern gibt, auf die man in der Jurisdiktion keinen Einfluss hat, weil man keine Verfahren führen kann, dann ist der Staat ja in der Lage, selber an den Bedingungen zu schrauben und dann entsprechend zu sagen, jetzt sind die Bedingungen schlechter, hier sterben die Leute, jetzt müsst ihr handeln. Und genau das ist ja das, was ich auch vorher in Bezug auf Polen-Belarus versucht habe, quasi mit dem Herrn Knaus deutlich zu machen. Wenn man diese Deals, die Deals sind quasi die Vorstufe von dem, was die Erpressbarkeit mit sich bringt. Weil sobald man solche Deals eingeht, sobald es keine feste Jurisdiktion gibt, sobald es keine fest verankerten Rechte gibt, keine Mechanismen, keine staatliche, also keine Rechtsbehelfsmechanismen, ist das aus meiner Sicht eine große Gefahr und deshalb muss man davon Abstand nehmen. Und Valeria hat es gesagt, das gemeinsame europäische Asylsystem, die Vorschläge schlagen vor, bei Drittstaaten eine massive Ausweitung. Das heißt, man muss jetzt, jetzt ist es so, dass man eine Verbindung zum Drittstaat haben muss. Das heißt, irgendwie muss man eine Verbindung zur Türkei haben, wenn man aus Griechenland in die Türkei abgeschoben wird. In der Zukunft muss die EU nur irgendwelche Verbindungen zu dem Land haben. Und wenn das quasi umgesetzt wird, dann müssen wir uns darauf gefasst machen, dass das auch umgesetzt wird, weil das ist ja quasi, und da hatte ich Herrn Knaus gefragt, wer hatte denn die Idee mit dem sicheren Drittstaat? Das hätte mich tatsächlich interessiert.
Das war ja quasi auch angelegt im EU-Recht, das ist ja quasi angelegt im EU-Recht, Artikel 38, aber es wurde eben halt bis zum EU-Türkei nicht so angewandt. Und jetzt schafft man eine Rechtsgrundlage für ein viel wesentlicher menschenrechtsfeindlichere Deals, als man das jetzt quasi schon hat. Deshalb muss man da ein Auge drauf werfen und auf jeden Fall gesellschaftlich stark dagegen pushen. Und jetzt übergebe ich an Alessia. Ja, da mache ich Moree, oder? Ist ja auch irgendwie eigentlich schon selbst beantwortet. Ich meine, genau, also Moree war die Hürde, weil es nicht genug Sicherheitsmaßnahmen gab. Ich meine, ich glaube, ich habe außer die Nachfolgelager, die jetzt natürlich noch viel krasser kontrolliert sind und Drohnen überwacht und alles Mögliche, glaube ich, noch nie ein Lager gesehen, das dermaßen hochgerüstet, militarisiert, an überall NATO Draht, Gefängniseinrichtungen, extrem viel Riot-Polizei, komplett umstellt, nur dass die sich nicht drum gekümmert haben, wenn es Konflikte im Inneren gab, darum da nicht reingegangen sind. Aber die Polizeigewalt war eines der massivsten Probleme in diesem Lager. Also die Sicherheitsarchitektur, weil sie ist sicher nicht das Problem. Das Problem in diesen Lagern ist, dass die Menschen natürlich durch eben diesen Deal, der das neues Recht eingeführt hat für die Inseln und eine Begrenzung der Bewegungsfreiheit, diese Insel nicht verlassen konnten und gezwungen waren, in diesem Lager zu leben, gewartet haben oder immer noch darauf warten, jeden Tag abgeschoben werden zu können und einfach keine medizinische Versorgung, keine Grundvoraussetzung, dass da Menschen leben können und sie zu zwingen, in diesem Lager zu sein. Und das passiert halt, wenn man dann versucht, eine Externalisierungspolitik zu fahren, das halt versucht, dieses Problem immer weiter wegzuschieben und zu sagen, ich finde es auch interessant als Aspekt, dass wir jetzt irgendwie darüber diskutieren, es soll Lager geben in Ruanda, und da soll dann irgendwie gesichert werden, dass es eine menschenwürdige Aufnahme gibt in Ruanda. Mit welchen Akteuren denn bitte? Also wer soll das machen auf europäischem Boden, in EU-Territorium, unter all diesen europäischen Institutionen, EASO, Frontex und auch den internationalen IOM, UNHCR und so weiter, konnte keine Situation geschaffen werden, wo Menschen nicht systematisch zu Tode kommen in diesen Lagern. Und dann will man das doch gerne irgendwo im Niger oder sowas einrichten. Also wie soll das funktionieren? Ich glaube, das ist einfach dermaßen realitätsfern, dass wir da nicht mehr viel zu sagen müssen und zur nächsten Frage kommen können. Ja, vielen Dank. Die letzte Frage, und dann ist die Zeit noch rum, die kam ja von da. Das war die Frage nach potenziellen, denkbaren Partnerstaaten, bei denen zum Beispiel bei der Rückführung solche Abkommen möglich wären. Gibt sowas, Clara Böhmen? Denkbare Partnerschaften für Rückführung? Also wir sind ja gegen Rückführung grundsätzlich, ja. Also deshalb da ging es um. Ich kann schon mal einen. Fang schon mal an, weil ich hatte. Genau, dann kannst du gleich einsteigen. Es ging nämlich auch um Visaerleichterung, war die Frage, ne? Also es ging nicht nur um Rückführung. Ja, sozusagen, wenn ich verstanden habe, ging es darum, gibt es Staaten, bei denen es so moralisch, politisch vertretbar, legitim wäre, für Leute, die da ausreisepflichtig sind, denen Erleichterungen, Hilfe anzubieten, dafür, dass sie die zurücknehmen. Ja. Habe ich das so richtig verstanden? Nee, das ist diplomatisch gewesen, hatte das, aber viel mehr noch. Ja. Und diese Zusammenarbeit hat durchaus eine Berechtigung. Also gerade wenn es um diese Erleichterung geht. Ja. Und meistens werden diese Sachen verbunden. Und da gibt es ja durchaus viele Staaten in der Welt, wo diese Zusammenarbeit ja total normal und berechtigt ist. Ja, ich habe es auch wiedergefunden. Also ich habe mir auch eine kurze Notiz gemacht. Ich denke, das ist eine sehr relevante Frage, die Sie aufgreifen. Wo ich dann immer direkt daran denken muss, ist an den Visa-Hebel, weil das ist halt häufig solche Diplomatie oder solche, sag mal, Partnerschaften finden nicht auf Augenhöhe statt, sondern die Staaten, die dann mit der EU oder mit Deutschland sprechen, die stehen häufig in einem Über-Unterordnungsverhältnis. Und deshalb finde ich das grundsätzlich schwierig, weil dann per se eine Erpressbarkeit irgendwie vorliegt und besteht. Und dann denke ich, dass man auch nie zu einer Regelung kommt, die irgendwie ja eine gleichberechtigte Partnerschaft ist. Und solange das überhaupt nicht solange das nicht gegeben ist, denke ich, sollte man das auch nicht darüber sprechen, weil man auch nicht über Deals oder Ähnliches die Zustände anders fingieren kann. Weil nichts anderes müsste man ja machen. Man müsste dann ja fingieren, dass die
die Zustände besser sind oder dass man irgendwie auf Augenhöhe spricht. Das wird wahrscheinlich gesagt und es gibt dazu Lippenbekenntnisse, aber in der Realität wissen wir ganz genau, auch durch sage ich mal, diplomatischen Verkehr, dass der Visahebel das erste ist, was angesetzt wird und das wird großflächig und überall davon Gebrauch gemacht und deshalb finde ich das keinen guten Weg. Ja, und ich sehe auch nicht ganz, wo die Notwendigkeit liegt, Visa-Erteilung, das ist ein Stempel vom Auswärtigen Amt, zu koppeln an komplexe Ausweisungen von Menschen. Also das ist meines Erachtens nicht notwendig und gleichzeitig pendelt ja auch niemand Staaten der EU daran, dort Entwicklungszusammenarbeit zu machen, aber sobald es halt in so einen eben so ein hierarchisches Verhältnis verfällt, wo dann sowas als Hebel genutzt wird, um gleichzeitig zum Beispiel militärische Aufrüstung zu betreiben oder wie bei der libyschen Küstenwache, wo dann irgendwie festgestellt wurde, jetzt aktuell, ach, jetzt haben wir ja aus Versehen, wir Milliarden fließen in die Bekämpfung von Schleuserprogrammen. Ja, schade, dass auch Milliarden da reingeflossen sind, die libysche Küstenwache, die der Schleuser Nummer 1 ist, aufzurüsten, um genau dies zu tun. Also es ist einfach keine Logik in dieser Politik. Das heißt, selbst wenn versucht werden sollte, Migration zu verhindern, dann ist das einfach kein kluger Weg. Also selbst in der intrinsischen Logik. Und häufig geht auch damit einher, dass die Anerkennungsquote sinkt, was für viele Schutzgruppen, die darauf angewiesen sind, dass sie ein individuelles Asylgesuch geltend machen, gefährdet. Lara Böhmer, vielen Dank. Die Zeit ist leider um. Es tut mir leid, wir sind jetzt bestimmt noch hier, also die beiden jedenfalls ansprechbar und greifbar für Fragen, die offen geblieben sind. Jedenfalls Lara Böhmer, Ihnen vielen Dank, Valeria Hensel, auch Ihnen vielen Dank Ihnen allen, dass Sie hier waren. Migrationspolitik bringen. Danke, dass Sie hier geblieben sind und bis zum Ende durchgehalten haben. Kieran, möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank an euch auf der Bühne. Auch, dass Klaus sich dieser Diskussion gestellt hat. Ich glaube, es war keine einfache Aufgabe auch für ihn. Und ja, als Medico haben wir sehr viele Projekte im globalen Süden, wo wir mit Leuten daran arbeiten, das Recht auf Bewegungsfreiheit zu verteidigen und das werden wir auch in Zukunft tun. Danke, dass Sie hier dabei sind.